So, Bubu, ich glaube, wir sind live. Können wir mal ganz kurz Ja, warten? doch, ich sehe das. Ich sehe es, ich sehe es. Moin, Okay. drei Leute. Gucken wir mal, wer ist denn alles schon hier? Es ist der echte Bernie. Unsere Pika Mitte. 95 ist am Start. Na, ihr? Alles gut? So, dann muss ich aber eben mal ganz kurz den In-Game-Sound anmachen. Den müsste man jetzt hören. Und ihr könnt ja mal kurz verraten, ob das soweit alles gut klingt. Vom Verhältnis her. Bobo kann ja auch noch mal kurz erzählen, wie es ihm geht. Ja, mir geht's gut. Nachdem ich Bernie gesehen habe, geht's mir jetzt wieder schlecht, aber. Ja, das kann ich allerdings verstehen. Und Das kann ich Tarek allerdings ist auch verstehen. da. Tarek, was geht? Also, wenn soundmäßig soweit alles stimmt, können wir eigentlich sofort starten. Bobo, ich habe ein bisschen Angst. Ja, wir werden schon nicht direkt verkacken, so nach dem. Ja, wir nicht, aber ich. Wie viele Soulings? Obwohl, Soulink habe ich ja gar nicht verkackt. Ich habe aber irgendwie die meisten Encounter verkackt und die meisten Ja. Pärchen gekillt. Ich glaube, das Verhältnis ist da so 80 zu 20 oder so. Ah, sagen wir so, es hat Ja. immer mit dir angefangen, mit mir geendet des Öfteren. Ja, irgendwie wohl, ne? So, wie viele Leute sind wir denn? Wir sind 24 gerade, wird mir angezeigt. Coole Sache. Gucken, ob wir noch ein paar werden. Ja, wo wollen wir mal loslegen? Okay. Also, falls ihr Fragen habt, was wir gerandomized haben, dann haut einfach raus. Also, ganz grob, wir haben halt Items, Pokémon und Fähigkeiten gerandomized. So, ich glaube, hier speed ich dann einfach mal. Ach nein, jetzt will er mir erklären, was ich Dann machen muss. brauchst du nicht speeden. Es geht auch so. Okay. Ganz gut, Ja, danke. echt? Jo. Ja, ich nehme mich Bobo. Wer Aber das sind mit dem Sie? schnelleren Text einstellen war schon ziemlich Ich gut. sag dir, das hat sich mega gelohnt, dafür auf Englisch zu spielen. Ja. So, bin ich ein Junge oder ein Mädchen, Bobo? Du bist ein Mädchen, ich bin der Junge. Oh, das bin ich. So. Nee, Pete. Dann gucken. Game. Nur Was ich denn? jetzt glücklich machen. Einen Partner. Bobo ist der beste Randomizer-Partner, den man haben kann. Und ja, ich war tatsächlich beim Friesenmeister. Das ist ein schönes Gefühl, wenn Leuten das auffällt. Danke, danke. Ja, ich sah vorher aber auch wie, also wirklich aus wie ein Obdachloser. Also, oh, wie nennen wir unsere Rivalen? Du hast Scully gemacht, ne? Oder, Bobo? Ja, ich hab's Scully genommen. Dann mache ich Lenny. Alles klar. Wo ich mal Lennart komme. So, Ihr das. könnt übrigens nicht Lennart im Chat schreiben, wenn das immer noch eingestellt ist. Ich habe das irgendwann mal gebannt. Oh. Okay, also wenn ich jetzt schreibe, passiert mir dann auch was? Nee, ne? Nee, nee. Also, dem passiert nichts. Ich glaube, da steht dann einfach, dass er nicht durchkommt. Und danke erstmal an Edstarino fürs Folgen. Und moin, willkommen im Stream. Ah, verdammt, es geht wieder. Okay, ich speede hier mal ganz kurz ab. Du bist nämlich ein bisschen vor mir. Ja, mach einfach 1,25 rein. Okay, warte mal. Ja, hab ich. Ich habe das Gefühl, das ist dann einfach die normale Musik ab dann. Ja, das sollte so gehen, ne? Ich hoffe, wie gesagt, dass es für euch alle gut klingt. Sagt ruhig Bescheid, wenn irgendwie was ist, ne? Bernie, mir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe, dir auch. Es ist Ja, wirklich schon lange her, die guten alten Facebook-Turniertage, ne? Oh, und hier an Masquerain Gerolli. Ich hoffe, ich sag einfach nur Rolli, wenn es okay ist. Der isst gerade einen Döner. Mega gut. Ich bin auch. So, jetzt müssen wir in das Haus des Rivalen, ja? genau, ab nach Lenny nach Hause. Guck mal, wie viel Kokain hier rumliegt. Unfassbar. Typisch Lenny. Und Typisch Bayern. typisch französisches Belgien. Ich bin so gespannt auf die Starter. Ach genau, und wir haben noch eine Regel, dass wir jedes Primär-Typing, also den ersten Typen, den ein Pokémon hat, jeweils nur einmal haben dürfen. Also Bobo darf ein Wasser-Pokémon haben und ich auch, aber ich darf keine zwei Wasser-Pokémon haben. Aber ich dürfte ein Wasser-Pokémon haben und ein Eiswasser-Pokémon als Beispiel. Das geht klar. Oh, So. Twitch sagt mir gerade, dass Tabasco TV vor 6 Minuten live gegangen ist. Das ist richtig nett, ey. Hast du Bock zuzugucken?
Ja, ich glaube, ich gucke ein bisschen zu. Master of Dolly. Ja, das ist gerandomized. Ich kann den Sound sonst auch noch ein ganz bisschen lauter machen. Ich war eben sehr gründlich, weil Death Mew Me ist echt mega laut. Ich weiß übrigens bis heute nicht, ob man das Death Mew Me oder Death Mew oder so ausspricht. Warte noch. Noch nicht anklingen. Nein, ich weiß nicht. Okay, ich habe so Angst. Ich speede. Ich speede. Gib mir. Ich will. Machen wir abwechselnd jeder eins revealen? Klar. Wer fängt an? Ich mach. Okay. Ich bin gespannt. Also soll ich oder du? Ich hab Bonsong. Okay. Das ist, glaube ich, ein Kack-Encounter. Ich habe Bisasam. Sogar anstelle des Lanzenstarters. Electivire, das ist schon mal Das geil. ist geil. Ich hab Phantimus. In Ordnung. Ja. Und, oh, Zangu ist auch noch. Zengo ist geil. Oh, ich hab Knackrack. Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. Ja. Also sorry, ich nehme sowas von Nice. Knackrack. Ja. Okay, ey, das sind richtig geile, ohne Witz. Gegen Zangoose. Egal, die Soling startet ja eh erst, sobald man Pokéball hat. Genau. Richtig nice. Der Easy Meiser, ja. Ich wollte mal sagen, Garchomp, der lernt früh Drachenhut. Ich glaube, das ist vor allen Dingen dann später so in der Mitte beim Pokémon-Fangen auch richtig geil. Chief Scully. Alter, ich kann ja schon Quick Attack, Thunder Shock und Low Kick. Okay, Garchomp ist männlich. Ich kann Ingame den. Oh, der kann tatsächlich schon Dragon Rage. Uhuhuhu. Oh. Nice. Okay, also den Anfang kriegen wir hin, glaube ich. Lennart hatte keine Chance. So, ich bin echt gespannt, was für eine Fähigkeit wir haben. Ich kann den Sound jetzt noch ein bisschen lauter machen. Einen Moment. Dann stellen wir das mal kurz ein. Einen Moment. So, der müsste jetzt erheblich lauter sein. Könnt ihr mal checken, ob es jetzt passt. So. So, dann gucken wir doch mal. White Smoke. Meine Stats können nicht gelowert werden. Stench. Nein! Weniger Encounters. Ja. Kann mal ganz cool sein, aber wenn man jetzt Encounter fangen möchte, ist das auch irgendwie blöd. So, immerhin können wir schon laufen jetzt. Das ist doch geil. Jetzt müssen wir. Und so mit der Rivale quatschen nochmal voll für den See, glaube ich. Okay. Also White Smog ist schon okay. Warte mal, ich habe gar nicht auf das Wesen geachtet. Ach, ich bin's. Das will ich tatsächlich auch nochmal sehen. Plus Attack wurde hier gerade geschrieben. Brave, okay. Oh, minus Speed plus Stack, so nice. Das ist okay, ja. Speed ist gar nicht so mega wichtig, würde ich sagen. Impish war irgendwie plus Speed minus Special Death oder sowas, kann das sein? Nee, Impish ist pfiffig. Hier, minus Special Attack plus Defense. Okay, also ein Kack Warte irgendwie. mal, wo müssen wir hin? Links zum Lake und dann Ah. weiter. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist jetzt hörbar. Also für mich ist er tatsächlich sogar sehr laut gerade. Artillery direkt als erstes. Ich hoffe, ich krieg den nachher. Das wäre geil. Ah ja, da ich ja gerade ein bisschen vor dir bin, schreibe ich schon mit erste Pairing auf. Jo, mach das, das ist super lieb. Wie machen wir das nochmal? Ah, Starter. Ihr hört immer noch kaum Ingame-Sound. Das ist doch komisch. Einen Moment. Die Desktop-Audio ist passend eingestellt. So, wie ist es jetzt? Stelle noch mal ganz kurz was um. So, jetzt habe ich es ein bisschen lauter gemacht. Okay.
Ich hoffe, es ist für keinen jetzt noch zu laut. Aber müsste gehen, denke ich mal, ne? So, aber Knackrack direkt als Starter ist halt. Das ist halt schon geil. Ich bin gerade beim Nickname. Ach genau, das ist noch so eine Regel, die wir haben. Also nicht Regel, sondern wir geben uns gegenseitig Nicknames. Okay, wie kann ich denn Elevoltik nennen? Geht Electchoke nein? Ich guck mal, Electchoke. Ja, mit einer 9 könnte es gehen. Ja, dann mach das. Okay. Siehst du, der hat gerade versucht, hier was zu lowern von mir. Ach genau, und zu High-Regeln, falls es euch interessiert. Wir können Pokémon Center so oft benutzen, wie wir wollen. Aber Infight jedes Heil-Item maximal einmal. Also es sind nicht die schwersten Soul-Link-Regeln, aber so für den ersten Stream haben wir gedacht, machen wir mal so ein bisschen was Entspannteres. Wir sind nämlich echt schlechteren Encounter zu holen, also wir werden das noch schwer genug haben. Und gute Pokémon sterben bei uns früh. Ja, weil ich ein Idiot bin. Ja, oder? weißt du, als dieses krasse Dragoran einen Meter groß beim Run hatte? Wir sind ja beide bei mir gestorben. Ja. Manchmal hat man aber auch irgendwie einfach dumm Pech, ne? Okay, so, wie soll ich denn Chompy nennen? Ah, wie hatten wir nochmal Chompy vorher immer genannt? Wir das war immer Michi, glaube ich. Ja, ich glaube, es waren immer Weibchen gewesen. Ja. Weißt du was, wir machen eine Mischung aus Michi und Mikkel, dann ist Michael. Okay. Eine Zahl dahinter oder so, oder einfach nur Michael? Ah, das ist die Nummer 1 noch. Okay. Warte mal. So. Dann haben wir Michael 1, okay. Holy shit, der fastest Text ist richtig gut. Da vermisst man das Speeden gar nicht so sehr. Ja. Stell dir mal vor, du kannst Speeden und das Fast Text immer gehabt. Das weiß ich, warum du immer so viel schneller warst als ich. Weil ich habe nämlich mit einer deutschen Version gespielt und Bro mit einer englischen. Und da konnte man im Randomizer tatsächlich bei der englischen noch einstellen, dass man noch einen schnelleren Text hat. Das war ganz nice. So, ich bin Route 202. Tarek sagt, Michael 1 ist so mächtig, das stimmt. Für die von mir? Ah, man muss nochmal zum Muddern zurück, ne? Ja, kann sein. Aber kriegen wir jetzt schon Pokebälle? Kriegst sie nicht, aber du kannst sie kaufen. Aber kriegen wir denn welche, wenn wir uns oben zeigen lassen, wie man Pokémon fängt? Nee, es kommt erst gleich. Aber du kannst jede Route bisher skippen. Das heißt, wir laufen jetzt eben zurück. Ja, zur Mutti. Holen noch keinen Encounter und dann kaufen wir Pokebälle, ja? Okay, ich glaube, ich musste nicht hier hin. Oder? Ah, doch, doch. Okay. Okay, Chillast, Panflam oder Plinfa? Bei mir war es, meinen ersten Playthrough von Gen 4 habe ich Chillast genommen, aber ich glaube, overall finde ich die Panflam-Reihe am coolsten. Bobo, wie ist es bei dir? Ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal, ich glaube, Pearl hatte ich gehabt. Genau, ich hatte Pearl, meinem Bruder damals. Ich habe direkt den Starter rausgepackt. Ja, echt? Ja, du machst das sowieso irgendwie immer, ne? Ja. War das nicht so? Hallo Briggs, was geht ab? Nee, genau. Ich hatte Diamant und mein Bruder hatte Perl. Also, das ist immer geil, wenn man sich da so schön absprechen kann, ne? Los, Michael 1, du bist dran. Der Name ist echt bescheuert, ohne Witz. Oh, bei dir gibt's Krakelos. Mhm. Hatten wir da nicht auch eins? Hatten wir nicht eins Lenny mal genannt? Ich glaube ja. Ich glaube auch, ne? Denk dran, wir dürfen nicht overleveln. Ja, was ist denn der erste Arenaleiter 14? Ich meine, das ist der mit Cognodon und der ist... Ja, ne? Ja. Okay, also ich bin jetzt beim Markt. Ich könnte Pokebälle kaufen. Wie viele kaufen wir? Ich habe 16 und einen Trank gekauft. Sicher. Ja, Tarik, das liegt auch daran, dass das kein Skunkapu oder Skuntank ist. Sonst wird der Strato heißen. Die heißen immer Strato. Wo holen wir als erstes?
Ich würde sagen, wir laufen direkt zurück, oder? Ah, geh, mach oben noch Dings, das Tutorial. Okay. Hast du das schon gemacht? Ich bin gerade dabei. Okay. Alter, wir sind jetzt übrigens bei 50 Zuschauern, ey. Schön, dass ihr alle da seid. Egi. Okay. Das speed ich mal ganz kurz. Okay. Wie viel jetzt kriegen wir 10 Pokébälle von dem nochmal oder 5? Ich glaube 5. Ja, 5. Okay. Was sind eigentlich die Teile? Ist Garchomp eher Ground oder Drache? Dragon. Dragon, okay. Also haben wir jetzt Dragon Electric als Encounter, ja? Du hast übrigens schon eine TM bekommen. Echt? Hier kriegt man ja eigentlich Return. Ah. Dragon Rush. Dragon Rush? Alter, du Lacker. Ja, das weiß ich nicht. Also, ja. Ich kann das Garchomp beibringen und der haut dann alles zu Brei, aber das ist 75 Genauigkeit, das stinkt auch ein bisschen, ne? Was hast du bekommen? Raw. Sollen wir erst weggehen, quasi links anfangen und dann rechts arbeiten? Mir ist es egal, können wir. Kommt da mal runter. Ich habe Angst. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie gut ich jetzt Mons überhaupt schwächen kann, ne? Attacken hab ich noch. Tackle habe ich noch, aber es ist halt ein fucking Garchomp. Und Drachewut wird halt alles umnatzen. So, let's go. Mit der guten Fähigkeit. Okay. Quacksal. Ich hab Mammutel. Okay. Ich hab. Kann der schon Pulverschnee? Ich guck mal schnell auf dem Handy nach. Ich bin mir sicher, dass die erste Attacke, die Quieke kann, Pulverschnee ist. Ich glaube auch. Ich weiß aber nicht, ob die dich one-shottet. Ich glaube nicht, weil er nur Level 3 ist. Bobo, ich will das. Vor allen Dingen, der hatte auch eine scheiß Catch-Rate, oder nicht? Guck das mal. Ja, gut, du hast halt nur eine Chance, so. Okay, also der hat. Ja, der hat Pulverschnee. Wahrscheinlich. Antikraft, Lehmsula, Pulverschnee, Schnabel, Schnüffler. Das kann sein, dass er dann Pulverschnee verlernt, wenn es der erste Move ist. Ne, es ist der dritte. Okay. Oh mein Gott, ist das Lee etwa im Chat? Lee, was geht ab? Lieben dich, Lee. Okay. Ein Ball werfen. Und dann wegrennen und umboxen. Okay, was sagt der Chat? Soll ich's riskieren oder nicht? Ich hab Angst. Direkt die Cojones zeigen oder? Ich kann ja den Kalk anwerfen und gucken, ob der mich umhaut. Okay, die sagen alle YOLO. Angreifen oder einen Ball werfen? Der Ball werfen. Der wird dich two-shotten, der wird dich mit. Okay, der Premierball. Der gibt uns Kraft. Okay, komm. Bitte. Ich will mal muteln. Crit Freeze. Nein! Okay, kann der Pulverschnee? Ja, er kann Pulverschnee. Nein. Okay. Ich könnte noch ein Leben. Der hat mir 12 Damage gemacht, der hat noch 20 KP, Bobo, was sagst du? Ah, ich weiß nicht, ich weiß. Die haben schon geile Starter, ne? Und die werden halt auch noch richtig geil als Zusatz, die beiden. Und ich habe noch einen Trank, sagt mal Dietrich. Und der hat da vollkommen recht, ich habe noch einen Trank. Catchrate hat. So. Tarek sagt anchippen. Ich könnte jetzt einmal tackeln, mich dann hochheilen und dann den Ball werfen. Ja, scheiß Catchrate tatsächlich. Echt? Ja, die ist bei 50. Das ist höher als Shaman und so. Ja, aber Shaman fängt man ja irgendwie immer. Ja, ich guck mal, ob ich irgendwie Quick Attack treffe. Ob ich ihn nicht einfach kill damit. Ja. Na, ja, kill ich. Oh, nein, der kann Perish Song. Also ich kann halt den Trank nutzen. So, mein Gott. Soll ich, Bobo? Ah, ich meine. Ich will ja nicht, dass du dann böse auf mich bist. Ich bin nicht böse auf dich. Okay, ich tackle den jetzt einmal und guck mal, was passiert, ja? Alles klar. Vielleicht greift er jetzt auch nicht. Okay, das war ein Crit. Er greift nochmal mit Puderschnee an. Bitte, bitte nicht. Oh, das war ein guter sogar. Hab nicht Crit. Okay. Ich setze jetzt den Trank ein und dann werfe ich einen Ball. Und ich hoffe, dass er jetzt einfach keinen Puderschnee, hier Pulverschnee einsetzt. Los, mach, gönn mal. Ja, macht er nicht. Okay. Oh, wir kriegen die. Ich glaube dran.
Ja, jetzt, ich hab mir noch einen Timer hier, ne? Ich hab den Ja, aber das ist nur ein Quacksor, den kriegst du. Und direkt raus. Fuck. Wann musst du raus? Der ist jetzt auf Turn 2. Ich hab jetzt noch 2 Versuche. Ne, einen hab ich noch. Oder? Also ich kann halt noch einen Ball werfen, aber wirklich nur einen. Es sei denn, er crittet mich. Versuch. Komm schon. Nein, okay. Ja, dann kriegen wir nicht. Obwohl, ich hab noch einen Versuch. Er hat wieder Schnüffler eingesetzt. Ich bin jetzt auf Turn 1. Bin ich ja nach tot, oder? Ich glaube, wir müssen fliehen. Ja, ich glaube auch. Ja, komm, wir hauen ab. Gott sei Dank kam ich auch noch weg. Fuck, jetzt lieb ich auch noch, ey. Ja, also, Mann, jetzt ist es tatsächlich jetzt... Kann, ne? Ja, das ist der dumme Parish-Song war das jetzt, ne? Ja. Der hat ein bisschen genervt, okay. Können wir uns irgendwie bei Mutter heilen, ja, ne? Ja. Dann mache ich Garshot mal wieder komplett voll. Schade. Wir haben alles gegeben. Erster Encounter leider versaut. Ja, das wäre typisch für uns. Ja. Haben wir jemals einen ersten Encounter bekommen? Ja, wahrscheinlich glaube ich auf Farbgold so Silber mal. Aber das wäre schon ein krasses Team gewesen, ne? Alle 4. Okay. Fairerweise haben wir da aber auch 100 mal resettet. Octillery, nice. Knogger. Ist doch fein, oder? Also ich hab dem Mammutl eben mit einem Tackle einen Crit so 80% gemacht. Dann sollte Merorak doch auch schon fast einleben, oder? Soll ja immer Bälle werfen. Nee. Ist auch nur Level 2. Guck mal, was ich mit dem Octillery gemacht habe mit dem Quick Attack. Ich habe mehr Attack dazu. Tatsächlich. Echt? Ich hab gerade nachgeguckt dazu. Schon Tackle ist hier auch noch 35 oder so in Power, ne? Soll ich tackeln? Ja. Okay, aber ich kann nur einmal. Ja, ich kann auch nur einmal Quick Attacken. Ja, zweites Boden-Pokémon, das stimmt tatsächlich. Ja, Ball. Ich hätte gegen Barry in der GPL jetzt gute Karten. Komm schon. Okay, ich hab'n. Okay, irgendwie ist das dein Screen so ein bisschen abgeschnitten. Ich guck mal, ob ich das gerade ein bisschen besser einstellen kann. Das geht aber erst los, sobald eigentlich das Tutorial vorbei ist. Oh, ich habe auch gefangen. Okay, sehr gut. So, wie nenne ich Knogger? Also du nennst deine Octillery definitiv Sascha. Ja. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Ja, wie nennen wir Knogger männlich? Hallo, Orchkatzelschworf 2-3. Auch dir einen schönen guten Abend. Machen wir den einfach zum Tarek? Glaub nicht. Fällt aber auch nichts Cooles zum Marowak ein. Nee, irgendwie nicht, ne? Nee, dann komm, gönn dir mal einen Tarek. Tarek halt. Nee. Tarek schreibt nee. Also ja, wir nennen es Tarek. Alter, ich nenne noch nicht Sans. So, Fähigkeitscheck. Ja. Oh, wir sind hart und haben Magnetfalle. Okay. Also tatsächlich wäre das für Klogger schon eine coole Fähigkeit. Bone Club 85. Headbutt hat er schon, das ist auch cool. Und danke an Palo Maroma fürs Folgen. Willkommen an Bord und einen wunderschönen Abend. Okay, sollen wir jetzt ein bisschen trainieren oder erst den nächsten Counter holen? Nee, wir können jetzt ja oben noch. Oh, ich hab einen Feuerstein dabei. Und an Stone Coon ebenfalls. Danke fürs Folgen und willkommen an Bord. Wir gehen nochmal einmal kurz. Wie, du hast einen Feuerstein gefunden? Ja. Aber was hast du gefunden? Auf dem Video zu sehen. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Ja. Fühl das. Und auch danke an Big Bob B. Okay. Ihr habt gerade eine Nachricht gesehen, dass ich mich gemutet habe, weil ich gerade am Niesen war. Und das ist irgendwie mit irgendeinem Safe-Game auf einem Knopf, das muss ich irgendwie ändern. Ach so, okay. Erstmal Gesundheit an dich, ja? Fang. Okay, ich bin da. Ich kann ins Gras, du auch. Dann lass mal Go machen. Quillfisch.
Das sind coole Mons. Oh, Ninetales. Ich bin Fan, ich mag das Ding. Ah, ich hab schon Water Type. Ja, dann von mir aus tauschen wir den dann gerne aus, ganz ehrlich. Ich habe auch keinen Bock auf zwei Ground Types. Und ich glaube, dass Quillfish ein bisschen geiler ist als Octillery jetzt am Anfang, oder? Tate ist, weil Octillery Psywave und Aurora Beam kann. Aber okay. Okay, okay. Okay, ich darf noch einmal tackeln, das mache ich auch. Oh, der Q-Charm, das ist cool. Okay, ich habe nicht gekrittet, das ist schön. Oh, Ninetales habe ich Bock drauf. Jetzt habe ich vor allen Dingen einen guten Ice-Switch in für meinen Garchomp. Du weißt übrigens, wer welches Nickname kommt, oder? Nein! Geh weg, ey. Noch hast du die Chance, ihn zu töten. Nein, ich will ihn. Ich will den aufhören, dass er wieder ein dummes Naruto-Theme wird. Ja. Aber ganz, also, ich weiß nicht, wen du lieber mitnehmen möchtest. Also bei mir ist das ganz klar Ninetales statt Kyogre. Ja, ich kann Quillfish. Okay. Du kriegst den. Ich glaube an dich. Hat er eigentlich schon Spikes oder so? Ja, der Spikes hat die ganze Zeit. Voll geil. Übrigens, Quillfish, richtig geiles SML-Pokémon. Kann ich nur empfehlen. Dann gucke ich mal ganz kurz WhatsApp, ja? Ja. Oh, was hat denn der für eine Catch-Rate? Es lohnt sich. Quillfish ist einfach OP. Geht doch. Hast du ihn? Ja. Also das ist auf jeden Fall entweder Paul oder Baldi. Das kannst du dir aussuchen. Ich nehme Baldi. Mhm. Ja, wie soll ich denn wohl Hunan nennen? Du nennst es Naruto mit einem großen U. Mit einem großen U? Ja. Weil man es ja betont. Ich weiß nicht, ob man hier Akzente setzen kann irgendwie, aber ich denke nicht. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ach, jetzt habe ich Nasuto. Ups, das ist falsch. Du hast noch die Chance, es Kushina zu nennen. Das kannst du. Du musst mein Nickname machen. Ich wollte auch Baldi und Paul aussuchen. Ja, aber ich bin ja auch ein Ehrenmann. Nein, dann nehme ich Naruto, das ist cooler als Kushina. Weil Naruto, dann wissen die Leute jetzt, okay, das ist ironisch, aber wenn ich das den Kushina nenne, dann halt nehme ich für einen Weep. Oh, der hat ein Item. Persimberry. Ich weiß nicht, was das ist. Und wir haben Compound Ice. Mehr Gift, die Beere. Mehr Genauigkeit. Cool. Das kann tatsächlich ziemlich cool sein. Dann legen wir Octillery und Knogge ab, ne? Was als erstes? Ja, natürlich ist er das. Ach, ging okay, genau, weil für diejenigen, die erst jetzt dabei sind, wir haben die Regel, dass kein Primär-Typing in einem Team doppelt da sein darf. Deswegen machen wir das so. So, dann. Es ist halt einfach the story of Sascha's life. Kaum kommt er an. Leider. Jo, Fireblast gleich auf Vulnora, das ist ja richtig geil. Da habe ich gerade auch dran gedacht. Hätte den Wuppel-Leveler. Oder die Fähigkeit von hier, die Attacke von Heatran. Jo, was ja auch mega ist. Und danke auch an Bernie fürs Folgen. Willkommen an Bord, Bernie. Du geilster aller Bayern. Okay, dann trainieren wir jetzt ganz kurz, oder? Ja. Zwei, drei Level. Warte mal kurz. Was für ein Wesen hatten wir eigentlich? Lex. Das ist. Was ist Lex? Ist das nicht eins der Neutralen oder so? Und ich habe mir nur Special Death oder sowas. Du hast irgendwie richtig wenig davon. Obwohl weiß das einer im Chat, was Lex für ein Wesen ist? Minus Special Death plus Death. Uff. Okay. Ja, eins von den ganz beschissenen. Mikkel, hi, was geht ab? Oh mein Gott, ist es Mikkel? Guck mal, wie unser Garchomp heißt, Mikkel. Hier, der hat gerade wieder versucht, meine Stats zu lowern, aber Garchomps White Smoke sagt einfach no. Geil. Was waren denn so die
geilsten Starter, die ihr in einer Nuzlocke hattet? Wo, bei dir war es wahrscheinlich das Kyogre mit mir, oder? Ja, der Megatriops. Bei dir war Rayquaza, glaube ich, oder nicht? Ja, bei mir war es definitiv Rayquaza, also von der Power her. Bei mir halt Kyogre. Was hatten die noch für Fähigkeiten? Ah, Kyogre hatte keine besondere. Was sehen noch? Ich weiß auch gar nicht mehr, was Rayquaza hatte. Oh, Ekti ist sogar am Start. Ekti, dich habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen und gehört. Alles gut bei dir. Wir laufen die Geschäfte. Regio konnte nur Explosion, natürlich. Ich hab den Fehler gemacht. Also. Groudon, ja. Hatte man eine Souling Jirachi mit Groudon. Das ist tatsächlich auch ziemlich nice. So, aber komm. Das schafft Naruto doch safe alleine, so ein scheiß Pikachu. Ja, hier, guck mal, wie der den einfach weghaut. Komm, Quick Attack killt trotzdem. Yes! Naruto, einfach so eine Maschine. Oh ja. Also muss ich jetzt eigentlich Naruto sagen oder Naruto? Je nachdem, wie weebig du sein möchtest. Gar nicht. Also Naruto. Oder nee, Naruto! Naruto sagen. Das U so richtig betonen. Ich weiß, dass du das fühlst. Ziehst du denn jetzt den Naruto-Nickname-Theme durch oder kommt auch noch ein paar andere Sachen? Ja, kommen auch noch andere. Okay. Oh, Shirox als Starter war auch nice. Ich hatte tatsächlich mal einen Kraftkoloss-Shirox in der Nuzlocke. Und einen Shiny-Shirox habe ich auch mal in der Nuzlocke bekommen. Das waren gute Zeiten. Und ich hatte mal einen Kraftkoloss-Turtok. Das hat mit Biss einfach alles ge-one-hitted. Ich hatte mal einen Kraftkoloss-Arkeops. Das war auch mega insane. Okay. Vermisse ich vor allen Dingen, boah, wie viel Attack hat Arkeops nochmal? Irgendwie 130, 140? Ja. Boah, sheesh. Oh, der hat, das Drapion hat hier Kecleons Fähigkeit. Oh, du hast auch wohl Nona da? Oder ist das ein Trainerkampf? Ja, Trainer. Okay, ja, dann renne ich auch schon mal los. Mein Naruto ist nämlich jetzt schon auf Stufe 5. Komplette Maschine. Aua! Huge Power Rampardos. Okay, ich glaube, das macht aber keinen Spaß, weil das died ja die ganze Zeit. Huge Power brauchst du auf so Mons, die eigentlich gar keinen Damage haben, aber schön bulky sind oder so, weißt du? Oder das Huge ist geil. Power Ursaring mit E-Speed, ne, Henrik? Oh ja, das hat hatte ich in unser Hardgold ja, die wir geschafft haben auch. Die haben wir geschafft, aber wirklich, ich hatte einen fucking Ursaring mit Huge Power und E-Speed. Das war einfach nur bescheuert. Also der hat einfach wirklich alles ge-one-hitted. Das ist, keine Ahnung. Das war echt verrückt. Mal ganz kurz einmal Nachrichten checken. Ich kann auf was warte. Bin sofort wieder da. Ja. Okay. So. Ein Dratini. Der kann doch keinen Drachenboot, ne? Ich glaube, die Dragoran-Reihe hat das erst ein bisschen später, glaube ich. Ja, ja. Huge Power Potrot. Ich glaube, selbst der macht dann ein bisschen Damage, weil ne, die ganzen EVs werden ja auch verdoppelt. Das ist ja, ja das Geile, ne? Also, was hat Azumarill nochmal? Hat, glaube ich, 50 Base. Genau. Und kommt auf einen Attack-Wert irgendwie auf Stufe 50 wie Pokémon normalerweise mit einer 151er Base. Irgendwie habe ich das mal irgendwie errechnet, so habe ich es im Kopf. Also, das ist nicht nur die Base, die verdoppelt wird, ne, sondern natürlich auch das Wesen, die Sachen, die das Wesen generiert und die EVs, DVs. Das ist schon lecker. Okay, der kann wahrscheinlich noch keine Drachenattacke, ne? Aber wahrscheinlich irgendwie eine Drachenattacke. Ich glaube, der kann einfach nur ult. Alter, wie oft White Smoke jetzt einfach schon irgendwas prevented hat, das ist voll geil. Du hatest. Ich hab nicht gehatet. Irgendwer im Chat hat gehatet. Ich würde das nie machen. So, Naruto ist schon Stufe 7. Maschine. Ja. Welche Level sind deine? 7 und 8. Okay. Outleveled. Hm. Ein Ditto. Oh oh. Mach keinen Scheiß. Nee.
Okay, eben hat keine Konfusion eingesetzt, deswegen dachte ich, der hat keine. Ah, okay. Ich glaube, er hat nicht genug Schaden gemacht. Ja, Rigigigastarek hatten wir tatsächlich auch schon mal. Wie gesagt, vor einem Monat war das. Da haben wir wirklich Nuzlocke gespammt wie bescheuert, ne? Jo. Den gestern nichts anderes gemacht. In deinem Urlaub war das, glaube ich, ne? Ja, genau, ich hatte Urlaub gehabt. Boah, war das geil. Aber wir haben, glaube ich, nur eine durchgespielt, ne? Ja, nur die Hardgold und Star Silver Platin sind wir zweimal richtig weit gekommen. Ey, ich mache gerade einen Schritt zweimal hintereinander und krieg direkt ein Pokémon. Ich komme gerade überhaupt nicht voran. Ah, ich darf doch noch durchs Gras. Gutes Leben. Was waren denn die schlechtesten Starter, die ihr hattet? Hattet ihr mal drei gerandomized, wo ihr wirklich gar keinen von gebrauchen konntet? Ich glaube, ich musste mal Serpi voll nehmen. Das war mit Lee zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte auch schon welche, wo die wirklich absolute Rotze waren, aber ich erinnere mich nicht mehr, was das alles war. Ich weiß nur, dass ich ständig Boomy und Nincada. Das ist, glaube ich, das sind die Starter, die ich am häufigsten hatte bisher. Und ich glaube, ich musste einmal Endivir nehmen, aber den Run haben wir nie durchgezogen gehabt. Okay. Eieiei. Was ist Fluffy Tail? So ein Deko-Item vielleicht? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ach, das ist dieses von Eneko, das Teil. Ach so. Hubelupf als bester Starter, den ich hätte nehmen können. Oh ja. Stimmt, Hubelupf und Hopschwoss haben uns auch in unseren Soling Runs verfolgt. Wir hatten in jedem Run immer irgendwo einen Hopschwoss oder einen Hubelupf oder ein Papunga. Die hatten richtig Bock. Die hatten richtig Bock. Und ich hatte auch irgendwann einen Hubelupf mal ziemlich lange dabei. Oh, das Lebel speedig. Der labert, glaube ich, eine halbe Stunde, ne? Ja, mit dem Fast Text geht das. Ja, nee, ich speede noch extra. Den habe ich gar keinen Bock. Ja, ich hasse den. Erstmal noch Bock. Jeder hasst Lebel. So, jetzt müssen wir die Clowns ansprechen, glaube ich, ne? Dann kriegen wir den Po-Catch. Dann haben wir unten sogar eine Übersicht der Mons. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Mhm. Weil so eine Grafik hier in einem Stream nebenbei zu pflegen, welche Mons wir dabei haben, das ist dann doch ein bisschen umständlich. Deswegen ist Diamant Perl Platin eigentlich ziemlich geil. Warte mal, sind jetzt die Clowns schon da? Aber nee, aber wir müssen, glaube ich, erst in die Pokeschule rein. Ja, tatsächlich. Und mit dem... Ist die oh, ein Choice Scarf gefunden, Migi. Ja, ein Choice Scarf brauchst du aber, glaube ich, nicht für. Ja, eigentlich nicht. Na, komm doch an, welches Mann du hast. Ich habe einen Pink Scarf. Scarf Gang. Die Scarf Gang ist am Start. Das Hubelupf mit dem guten Namen. Ja, Mikkel. Psst. Psst. Wie hieß denn unsere Hubelupfs nochmal? Das werde ich dir nicht sagen und du wirst es auch nicht sagen. Das ist eine Sache zwischen uns. Okay. Da ist irgendwas, was wollen wir die Trainer hier machen, die beiden in der Trainerschule? Können wir eigentlich machen. Gib mal mehr Cash für Pokebälle, ne? Wie viele Bälle hast du noch, weißt du das? Ich habe irgendwie nur so 15 oder so. 13, glaube ich. Okay, das geht doch. Ja. Wieso sind eigentlich... Das fucking Hippo hat Niesel. Armes Ding. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, Knackhack ist gerade schon so ein bisschen ein Cheatcode. Ein bisschen. Also, wir hatten ein bisschen Glück, aber mal gucken, es wird bestimmt noch schwieriger. Irgendwann kommt so random Ice Coverage und dann ist der Junge weg. Jo. Aber wirklich, Knackhack ist gerade einfach nur lächerlich. Ja, so Niesel und Hagel, das kriegen immer die Mons, die es überhaupt nicht gebrauchen können. So, ich glaube, so Feuer- oder Ground-Mons haben immer Niesel. Ja. Den schaffe ich auch nicht, glaube ich. Der hat doch bestimmt schon irgendwie Rock Blast oder sowas. Hat mal Leta King mit Kraftkoloss. Oh, kann ich mir vorstellen. Ja, was für eine Attack Base hat Leta King? 160? Ja, oder irgendwie sowas, ne? Irgendwas über 150. Ja. Tja. Der ballert schon rein. Dieser Usering war schon lächerlich. Also der hat Stahl-Pokémon mit seinen Normal Steps umgeballert. Die gute Rimboys Mom. Mhm. Ah ja, jetzt ist der Poketch Bro hier.
Fastest Text ist einfach eine gute Erfindung. Wo waren um die ganzen Clowns? Irgendwo hier rechts war rechts, einer da. Ist oben er. Links. Und man musste immer ja sagen, ne? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ja, ich drücke einfach nur durch. Hat Ramaidon echt nur 160? Ich dachte, der hätte mehr. Ich dachte, der hätte irgendwie so 173 oder so. 165, ja, gut. So. Alle, wir sind die Quizmaster. Ja. Fuck, wo war der letzte nochmal? Noch weiter links. Ja, ich glaube auch. Okay, jetzt müssen wir wieder mit Amigo hier reden. Und. Ah, der hat standardmäßig die Uhr drin. Kann ich schon umschalten? Ja, tatsächlich. Boah, ist das cool. Jetzt kann man unsere Mounts sehen. Das ist ja mega. Okay, kriegen wir Encounter jetzt? Ja, ne? Ja, wir können etwa links angeln, oben Wiese, rechts Wiese. Ich hab kaum Bälle, kaum Geld. Ja, wo wollen wir als erstes hin? Du links, oben, rechts, würde ich sagen. Okay, also erst angeln, ja? Ja. Okay. Ich muss mich nochmal kurz zeigen. Ach, da war der Angler. Ja, der steht da drin. Weiß ich schon, hier sind Leute im Chat am Start, die wissen, was sie tun. Nuzlocke-technisch. So. Okay, ich bin da. Ich werf dann schon mal die Leinen aus. Ja. Nee. Mikkel sagt, Rivale kommt rechts. Dann holen wir erst oben den Encounter sofort, ne? Können auch noch ganz kurz trainieren. Ich weiß nicht, was der Rivale an Leveln hat. Aber wir haben ja sowieso vom ersten Arena-Leiter auch immer trainieren müssen. Ich glaube, das passt schon. Ich schätze, wir overleveln nicht. Lieber als, dass mein Naruto jetzt hier weggekrittet wird. Das will ich nicht. Dann würde ich sehr viel weinen. Ist ja fast wie Real-Life-Angeln hier. Es passiert gerade nicht so viel. Und wenn wir den Spot wechseln. Ach, da liegt noch ein Item oben. Echt? Ja. Ein Lava-Cookie. Und? Schon wieder eine Beere. Oh, schon wieder Water-Type, die verfolgen mich aber ja, auch. Ja, es gibt. Water ist halt der häufigste Typ, ne? Until, vielleicht ja. Kriege ich ja auch einen Water. Bitte. Nee. Leider nicht. Genau, weil wir beide, wenn wir dieselben Typen hätten als Encounter, müssen wir neu encountern. Ja. Müssen wir fangen. Oder versuchen wir, oder? Ja. So als Backup. Boah, ich mach den keinen Schaden, den Boy. Verwirr den einfach mal. Gucken, was passiert. Naruto ist schon Stufe 9. Tarek, realen Sprechgesang in der Anfangsstadt. Und Sandgame geht auch noch. Ja, von mir aus können wir gleich zurücklaufen. Mündress, Mindress. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Danke fürs Folgen und willkommen an Bord. So, dann werfe ich mal. Also, ich müsste einen Mondstein haben für Nidorino. Ansonsten wäre das... Na gut, der Partner ist halt so eine Sache, ne? Okay, ich hab ihn. Ah, Hantel ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß es nicht. Ich hab, also für ein Playthrough ist der wahrscheinlich wirklich völlig okay, ja. Vor allem, der ist ja eigentlich nur so schlecht, weil er so einen beschissenen Movepool hat. So, und in so einem Randomizer. Ja. Kann da was Gutes bei rauskommen. Das denke ich auch. Danke an Calavero6. Auch an dich fürs Folgen. Willkommen an Bord. Uff, wer ist hier raus? Hat er eine Kack-Catch-Rate oder was? Keine Ahnung, scheint so. Hast du einen Trank für Balderfisch? Ja, ja. Twitch jetzt gleich auch mal. Ja. Wobei, ich kann gar nicht raus wegen Whirlpool. Ja, ich habe nämlich keinen Trank mehr. Aber wenn es zu eng wird, dann... Ja, passt schon. Ich habe noch den Trank. Das dauert ja noch. Geht doch. Okay. Wie nenne ich denn einen Huntail? Also, wie nenne ich dein Huntail? Wie nenne ich dein Nidorino? Huntail x Huntail ist leider zu... zu lang, ja.
Deins heißt Spicy. Okay. Tut mir leid. Und wie heißt die Dorino? Sie ein scharfes ist. Ja, wenn ich doppel ist. Wie heißt Nidorino? Vielleicht hat der Chat ja eine Idee. Wer weiß. Da gibt es ja jemanden, der Huntail. Ah, verdammt, ja. Jerry sagt's. Noch ist er kein Big Daddy. Nidovo King. Tarek? Noch ist er das nicht. Vielleicht kann ich den Mordrang auch wegnehmen. Ja. Hornliu für Nidorino. Der gefällt mir eigentlich, Bobo, ich weiß nicht. Ja. Oh, ist er. Hornliu? Ja, nenn ihn mal Hornliu. Oder Hornlui. So, Hornliu. Hornlui. Was hat Huntail? Arena Trap. Ja. Ja, kannst ja. Ist ja mega, dann kannst du ja Whirlpool wegmachen. Bitte? Dass er mich nie gebissen hat. Okay, der hat einen Brief. Steht was drin? Wow. Stark. So, was hat Hornliu denn für eine Fähigkeit? Hornliu hat... Es ist... Für den Nuzlocke ist das besser, als man denkt. Ja, dass der Gegner sich nicht in die Luft sprengen kann. Ach du Scheiß, hat der niedrige Stats im Gegensatz zur Hand. Ich habe einfach irgendwie 10 mehr auf allem. Ich bin Bobo. Ich habe ja viel besseres Pokémon. Ich habe es verstanden. Wenigstens hat meins einen coolen Namen und heißt nicht Bicy. Ja, Naruto. Ja, okay. So, ich gehe noch ganz kurz ins Pokémon Center. Mir auch. Und ich lege dann auch den Bro eben ab. Ja. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen tatsächlich erst nach oben und boxen die Trainer vielleicht weg, die da sind. Können wir machen. Also, ich denke mal, ich bin aber auch schon bereit für das Battle gegen den Rivalen. Aber einfach nochmal nach oben. Aber ja, wir machen oben Encounter und dann Trainer. Angel ist. Höheres Level. Moin Kev, du stinkst auch. Kev, was geht? Na, Kleiner. Okay, also direkt encountern? Ja. Kev bringt uns Pech, ich weiß es. Kev bringt uns 100% Pech. Klar. Na, bist du jetzt ins Gras gegangen oder hast du geangelt? Ich bin ins Gras gegangen. Ist ja egal, Route ist Route. Ja, aber wegen dem Level. Ja, egal, ich hab ein Reptil, ich beschwer mich nicht. Damit. Danke, Kev. Oh. Das ist aber ein Witz! Ja. guter Dupe. Ja, ach, toll. Ich hab gesagt, Kev bringt uns Pech. Ja. Okay. Soll ich auch ins Gras gehen, dann hast du nochmal die Chance auf Growlithe. Mir ist das egal, das kannst du dir aussuchen. Du kannst auch angeln. Das ist ja, ich egal. Einfach, was soll's. Ich bleib hier. Ich will Reptane. Bitte. Ja. Mothim. Es ist nicht der beste Partner, aber es ist ein tolles SML-Pokémon. Übrigens, ja. SML geht wieder los, bewerbt euch. Ja. Okay, überlebt er einen Tackle? Ja, ne? Ja. Ja, oder? Ne, komm, ich geh in Vulnona. Das geht, Vulnona macht das. Aber die haben eine Kaketch-Rate, die Starter, ne? Ja. Okay. Ja, wir probieren's. Leute, nehmt euch jetzt alle an die Hand und betet, dass ich ihn nicht wegcritte. Gott sei Dank. So. Weil ich hab hier so einen dummen Schmetterling, so dem doch. Okay, das ist rausgekommen. Ich wollte gerade sagen, ihr habt eine scheiß Catchrate. Das sind gute. 14 Bälle, das kriege ich hin. Ich will ein fucking Givaldo. Ich hab schon Bock auf Motep, dann kann ich ihn vielleicht auch keine SML spielen. Ja, du kannst ja schon mal ausprobieren jetzt. Ja. Ich ein bisschen warm spielen mit dem. Ganz ehrlich, ich glaube, dass Motepail ein richtig geiler Pick ist für sein Tier. Ich hab einen zweiten Ball. Alter. Ah. Richtig gut. Also bisher sind die Encounter, zumindest was Ballsparen angeht, bei mir ziemlich hold. Bei mir aber nicht. Ich wollte sagen, wann bricht diese Kackmotte die ganze Zeit aus? Ja. Wie viele Bälle hast du noch? 5.
Madietrich sagt auch gerade nochmal Höhle oben, das stimmt. Ja. Da müssen wir schon rein können. Aber es wird balltechnisch gerade ein bisschen schwierig, ne? Mhm. Ich kann aber wahrscheinlich gleich was verkaufen. Ja, ich habe leider nur Beeren bekommen. Also ich darf, dürfte ein bisschen Geld geben. Komm schon. Ja. Oh. Crippling Depression. Moin, dich kenne ich ja sehr gut. ich bin bei der SML dabei. Ich spiele tatsächlich wieder mit Mikkel. Also, falls ihr damals zugeguckt haben, wie Mikkel und ich die SML, ich glaube, gewonnen haben, oder Mikkel, kann das sein? Dann könnt ihr vielleicht wieder dabei sein. Wir machen auch wieder Videos dazu. Also, das wird richtig cool. Ich meine auch Mikkel, ne? Ich glaube, wir haben gewonnen. Letzter Ball, oder was? Ja. Kannst du nicht noch einen Low-Kick draufhauen? Ja, ist egal, ab dem Lebenbereich, glaube ich. Das stimmt, ne? Das ist, okay. Er ist doch wohl bescheuert, dass das jetzt an Mortarpeel scheitert und nicht an Grovyle, von was die Catchrate angeht. Komm. Ah, shit, Alter. Dafür willst du sterben, du Viech. Fuck, ey. Ach Mann, ja, dann gehe ich Grovyle mal freilassen. Ja. Das hurtet. Wie hättest du den genannt? Sasuke. Für den Firewater Grass Naruto Core. Ich hätte den gefühlt. Ich bin so froh, dass du Motorpil nicht gefangen hast. Oh Mann, ja, so. Tut mir leid, L. Leider hat das nicht geklappt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir an Geld kommen. Ansonsten müssen wir die Trainer und den Rivalen erst eben umhauen. Oh, das gibt nur 100. Das gibt der Lava Cookie auch noch. Danke an Mikkel tatsächlich, dass du den Link teilst. Auf die Idee hätte ich auch kommen können. Das ist unser Discord-Server. Und da könnt ihr gerne drauf. Und da gibt es dann einen Channel, in dem man sich für die SML bewerben kann. Ihr müsstet allerdings mit einem Mod in den Voice-Channel gehen. Dass wir einmal gucken können, dass ihr keine Roboter oder Echsenmenschen seid. Und dann dürft ihr drauf. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ich überlege halt, wenn ich jetzt einen Firestorm verkaufe, werde ich locker einen Fukano kriegen. Da wette ich. Ja, nicht. Vermutlich. Aber entscheide du, ganz ehrlich. Ja, es gibt nur 100. So. Shit, ja komm, kauf. Das sind 8 Bälle. So, hatte ich sonst noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Ja, aber ich habe auch noch, genug Bälle. Also. So, um die Trainer, damit ich ein bisschen Cash kriege. Oh, da liegt auch noch ein Item. Unter dem Mini-Säbel, was ich angetan habe. Silver Powder. Ja, das gibt auch kein Geld. HP up. Okay, das kann ich tatsächlich gut zu Geld machen. Das gibt auch irgendwie so 4000 oder so, ne? Ich mach die Trainer, ja. Ich brauch Geld. Ah, ich hätte jetzt noch bei Reptane gucken können, was für eine Fähigkeit er hatte. Das hätte mich noch interessiert. Hab ich jetzt gar nicht gemacht. Genau, Tarek sagt, wir dürfen unten noch angeln. Ja. Machen wir auch gleich noch. Aber wir müssen jetzt halt erstmal ein bisschen an Kohle kommen, ne? Tatsächlich. Und falls ihr gleich mal irgendwie weg müsst oder so und das hier verpasst, dann ist das gar nicht schlimm, weil ich lade das auf YouTube hoch. Du machst jetzt gerade auch schon die Trainer, ne? Ja, genau. Aber wenn ihr live dabei seid, ne, dann könnt ihr uns natürlich auslachen, wenn uns sofort was Dummes passiert. Wie zum Beispiel, dass wir an einem Mortarpeel 45 Bälle verbraten. Oder wie viele auch immer das waren. Scheiß Teil, ey. 16. Das ist halt auch so die Sache, das macht an Nuzlocke auch so ein bisschen Spaß, dass man zumindest am Anfang immer so ein bisschen mit dem Geld haushalten muss, ne? So. Puzzle doch, ich meine schon ganz unten. Oh, Andi ist auch da. Jo, was geht? Ich freue mich, dich bald wiederzusehen und an deinen Haaren zu riechen. Und dann wieder Baby Metal im Auto hören, Andi, oder was? Ach, das ist Trainer, ich bin dumm. Okay. Mann! Ich will die ganze Zeit nach oben drücken, aber man kann irgendwie, wenn man auf dem Run-Knopf ist, nicht mit den Pfeiltasten nach oben drücken. Mhm. Boah, ich mach dem keinen Schaden, diesen Kack-Sand-Slash. Okay, Andi, ich riech nicht an deinen Haaren, aber ich will trotzdem Babymittel mit dir im Auto hören. Das ist wichtig.
Du bist doch Fahrer, Strato. Oder fährt Strato? Fährt Strato? Der Fahrer bestimmt die Musik. So sind doch die Autoregeln, oder nicht? Also ein paar Songs Babymetal gehen doch wohl klar. Oder Bobo? Babymetal geht immer klar. Du sagst es. Ja, ich bin damals auch so durch dich irgendwie ein bisschen auf Babymetal gekommen. Also großer Ehrenmann an der Stelle. Ich würde die so gerne einmal live sehen. Not gonna lie. Ja, das war schon richtig schön zu abpogen, sagst du. Okay, also ich wäre jetzt bereit, in die Höhle zu gehen. Du weißt, dass ich keinen einzigen Ball besitze. Ah doch, ich habe 8 Bälle, never mind. Ich wollte sagen, du hast doch jetzt 8 wieder, ne? Meiner eben den Trainer. Ja. Also du kannst auch jetzt noch mehr kaufen, wenn du willst. Ja, ich mach das auch. Kannst mir gar nichts sagen. King Mans. Oh nein, ich wollte nicht Ember drücken. Burn! Okay, der macht nicht so viel Damage, das ist schön. Ich will dir auch gar nichts sagen, Bobo. Ich wollte dir einfach nur einen Vorschlag machen, weißt du? Ein Mauszeiger? Oh. Den hier meinst du? Hab ich gar nicht gesehen. Natürlich verschiebe ich den gerne für dich. Oh, Forwarn haben die? Hier habe ich nie, gar nicht drauf geachtet. Ich bin der King darauf, nicht auf Informationen zu achten, die man eigentlich sehen müsste. Das sieht man übrigens momentan in jedem BPP-Battle. Es gab bisher, glaube ich, noch keins, ohne dass ich einen wirklich harten Gehirnfurz hatte. Gerne. Gerne, gerne. Holy, gibt das Experience. Schmeckt. Muss aufpassen, dass ich nicht overlevel. Gehst du jetzt zurück zum Bälle kaufen oder wollen wir erst rein? Ich gehe Bälle kaufen. Okay, dann gehe ich auch Bälle rein. Also. Ja, dann mache ich das hier. Oh oh, Safcon. Tarek, du bist doch so ein Platin-Genius. Gibt's denn in der Stadt noch irgendwo ein Item? Bestenfalls ein Random-Item. Ja, Mikkel, ich bin auch froh, dass du mich dann unterstützt in der SML. Und ich glaube, dass ich bisher so gut stehe, liegt daran, dass meine Gegner auch irgendwie immer einen Gehirnfurz hatten. Also zumindest Flo und Downy hatten auf jeden Fall. Auch die habe ich angesteckt. Oh, warte mal, ich wollte eine Pelle kaufen. Aber waren coole Battles bisher und BPP bockt auch total. Also lange keine Liga mehr so enjoyed. Ich kaufe, glaube ich, gar keinen Ball. Ich glaube, ich kaufe mir lieber noch einen Nottrank oder zwei. Komm, ein Ball noch. Ich habe gerade meinen Scar für 100 verkauft. Es fühlt sich so falsch an. Ja, aber ganz ehrlich, Wahlschal in der Nuzlocke ist ein absolutes Non-Item. Ja. Brauchst du nicht. Gut, ob Pokémon die richtig... Oh, ich hätte Logokill kriegen können. Schon wieder vor Logok und Reptane. Mhm. Das wäre richtig geil gewesen. Die hätten wir auch sogar mitnehmen dürfen, ne? Download. Versteckte Item vor der Stadt, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, wenn es versteckt ist, haben wir es wahrscheinlich nicht gesehen. Ja. Okay, ich bin in der Höhle, du auch, ne? Nächsten Item und... Gelbe Flöte. Anturon, danke fürs Folgen. Okay, ich hab einen Slowbro. Ich hab einen Entei. Ich würde sagen, das könnten wir austauschen. Ja, fängst du doch nicht, oder? Ah, stimmt, nee, eigentlich nicht. Ich meine, du kannst 2-3 Bälle werfen, wenn du möchtest. Boah. Wenn ich irgendwer statusmäßig hätte. Ich versuch den zu paaren. Der ist aber auch nur Level 3. Guck, ob er einen Thundershock überlebt. Probier's einfach aus. Ja. Ganz ehrlich, den fangen wir eigentlich sowieso nicht. Oh, er hat mit einem Strich überlebt. Ist eigentlich ein ich seh's. Das ist so schön, einfach alles sehen zu können. Ja, ich hab Delay leider. Boah, aber der hat lange gewackelt. Ich hab grad schon gedacht. Einmal. Oh, es gibt Leute, die die Soul-Link-Regeln nicht kennen. Dann erkläre ich die kurz, solange Bobo hier noch ein paar Bälle wirft. Und zwar holen wir uns aber gleichzeitig an jedem neuen Ort das erste Pokémon, das wir finden. Müssen wir versuchen zu fangen. Also auf einer neuen Route, in der neuen Stadt oder so weiter. Und die beiden Pokémon, die wir fangen, sind dann miteinander verbunden. Wenn das eine beim jeweils anderen stirbt, stirbt es auch beim anderen. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Vulnona drauf geht, dann geht bei Bobo das Baldorfisch drauf, weil die beiden haben wir am selben Ort gefangen. Gut.
Ja, alles gut. Wie gesagt, die Chance ist gering, dass wir es kriegen. Also das ist quasi, ne, deswegen heißt es Soul-Link, weil die Seelen miteinander verbunden sind. Ja. Genau. Ist im Prinzip ansonsten eine normale Nuzlocke, also wirklich, dass man das erste Pokémon auf Naruto immer fangen muss und auch nur das fangen darf. Und ja, so die gängigen Regeln halt, ne? Auch hat was Geiles geschrieben. Ja? Links von der Stadt ist so ein kleiner Spalt und da ganz hinten befindet sich normalerweise ein Sternstück. Okay, können wir gucken. Und Ursking fragt, wie das mit der SML aussieht. Mikkel hat gerade tatsächlich drunter einen Link zu unserem Discord gepostet. Ach, ja, jo. Und wenn du... Ist es hier? Nee, hoch, links. Hier ist aber auch ein Item, tatsächlich, wo ich bin. Siehst du es gerade im Stream? Das ist oben links an den Häusern, wenn du da zum Angeln rausgehst. Ja, ich guck mal. Genau, auf jeden Fall auf unserem Discord, da kann man sich in einem Channel bewerben. Da müsstet ihr einfach mal den Link anklicken, auf unseren Discord kommen und einmal mit einem unserer Mods in den Voice rein. Ist das hier, oder was? Noch ein Stück links, hoch. Ja. Ich habe ein bisschen Delay, deswegen. Ah, das haben wir noch... Es ist wieder ein blöder Brief. Aber ich glaube, dieses Item haben wir noch nie geholt, ne? Richtig nett, dass ihr uns ein paar Tipps gibt. Das ist ganz cool. Und danke an Zwerza1 oder Zwerza fürs Folgen und willkommen an Bord. Also ja, ich hoffe, Ursking, du weißt Bescheid. Einfach auf dem Discord und dann dein Glück versuchen. Ich muss aber dazu sagen, dass gerade für Neulinge die Chancen natürlich nicht mega, mega gut sind. Es kann sein, dass ihr abgelehnt werdet. Lass mal zurückgehen, ne? Sorry. Weil wir halt so viele Bewerber haben für diese Liga. Also wir angeln jetzt in Sandgemme, sagst du? Ja, beziehungsweise Route 219. Und noch ein Item, Baller. Raspberry. Schreib mal übrigens auf, wo wir die ganzen Dinger her haben. Und wer gepaart ist. Mindplay, das ist Psychotafel, ne? Ja. Okay, ich wäre angelready, soll ich? Einen Moment, ich brauche noch eine Sekunde. Okay, ich fange auch nicht an. Guck mal ganz kurz Nachrichten. Schon gut. So, ich bin bereit. Same. Musst du kurz noch unsere Pairings aufschreiben? Alles gut. Es ist lieb, dass du das machst. Du siehst heute ganz fantastisch aus, Boro. Du auch. Das höre ich oft, danke. Oh, nicht schon wieder Legendary. Fucking Art, Zeus, Alter. Der hat auch eine dumme Catchrate, oder? Ja, natürlich. Die Leute sterben, du Fiesi, guck mal. Hauen einfach um, ganz der ehrlich. Shame in der Catrate hat, überlege ich es mir. Wieder 45, ja. 3%. Geh nicht begraben. Ah, verdammt, ey. Ja, ich bin schon weg. So, dann Zweiblattdorf noch, ne? Ja. Zweiblattdorf, übrigens ein richtig geiler Name. Schäfer, du kannst das sagen, so. Bist auf einer Uni oder so, und wo kommst du her? Ich komme aus Zweiblattdorf. Mega. Okay. Let's go. Und? Amaldo. Wenn ich jetzt... Okay, kein Arceus schon mal. Das ist doch völlig okay. Also, real ja. Rap. Tatsächlich, ja. Nein, der hat Sandsturm. Das ist ein Guardjump. Ja, das ist trotzdem eine Fähigkeit zum Kämpfen. Oh, fuck. So, ja. Nein, ich wollte nicht einmal drücken, Ja, vor allen Dingen ist das jetzt ein bisschen dumm, den zu fangen. Oh, das schaffe ich, das schaffe ich. Ein paar Ticks. Ja, das sind noch ein paar Ticks. So, du Kackteil, bleib drin. Aber ich glaube, die Fossilien haben auch eine blöde Catchrate, oder? War das nicht so? Bestimmt. Guck mal. Okay, Luxio ist drin. Mach einfach ganz in Ruhe. Ja. Ja, 45er Catchrate. Okay. Wie die Starter, glaube ich. Dann mache ich das so. Du fängst das eben in Ruhe und ich gehe ganz schnell auf Toilette. Und ja. Ich mache mir gleich in die Hose. Ich bin gleich wieder da.
Ja. Ich glaube, das lief nicht so gut, der Crit. Well, well, well. Aber tatsächlich sind Hendrik und ich das gewohnt. Da während der arme Junge einmal kurz uriniert, hole ich mir einen Kinderpinguin. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Und ich habe euch leider belogen, Chat. Ich habe mir zwei Kinderpinguin geholt. Gönn mir. Ich hab jetzt, apropos Räucherwurst, ich hab noch so eine richtig geile Zwiebelwurst zu Hause. Ey. Gerade mir wer gecrittet hat. Oh nee. Mhm. Ich hoffe, dein Pokémon und nicht Amaldo. Mhm. Okay, gut. Gut, damit kann ich leben. So. Ich glaube, man hört wieder alles gut, ne? Mhm. So, dann guck ich mal, was hat der Luxio denn gehabt? Also bisher läuft's encounter-technisch eher so geht's so. Ach ja, Sandstream, bin ich doof. Hat ein Gedächtnis wie ein Goldfisch zurzeit, ne? Hm. Okay. Dann können wir jetzt quasi nach rechts gehen, glaube ich. Rivalen umnutzen. Ja. Okay, ich glaube, der Mauszeiger sollte jetzt weg sein. Wenn ich den... Ah, wenn ich den über... Ich bin jetzt... Jetzt ist der Mauszeiger bei Bobo zu sehen. Ah. Aber mein Mauszeiger ist gar nicht auf Discord, weil ich stream sein Screen gerade aus Discord, sondern auf meiner Streaming... meinem Streaming-Interface. Also, weil ich jetzt hier... Hier ist der Mute-Button für mein Mikro. Ich wollte nämlich nicht, dass ihr meine Klospülung hört. Das ist ja komisch, dass er dann aber angezeigt wird, wenn ich gar nicht über Discord drin bin. Aber nur so als Fun Fact. Okay, dann muss ich den hier hin tun. Ich glaube, jetzt sieht man den nicht mehr, ne? So. Habe ich meinen eigenen? Ne, ich habe meinen eigenen aber auch nicht auf dem Ding. Ne, das ist meiner. Das ist meiner. Aber das ist komisch, dass ich, wenn ich mein Streaming-Programm bediene, dass dann bei dir auf deinem Screen mein Mauszeiger ist. Das ist ein bisschen verrückt. Vor allen Dingen sind die sogar auf einem anderen Bildschirm, als mein Mauszeiger eigentlich liegen sollte. Komisch. Hörst du was rascheln? Nee, ne? Bitte? Hörst du gerade was rascheln? Ich glaube nicht. Gut, weil ich habe gerade meinen Kinderpinguin geöffnet. Möge dir schmecken. Kinderpinguin ist tatsächlich ganz geil, ey. Oh ja, ich war... Wann war... am Samstag einkaufen. Ich habe so eine... Bounty Dessert Soße gefunden. Ja, wie Bounty Schokoriegel und die schmeckt so geil. Ich bin tatsächlich kein Bounty-Fan. Also, weiß ich nicht. Bounty ist, glaube ich, aber auch so ein Ding, das liebt man oder hasst man. Okay, wir machen jetzt mal eine Fallstudie. Übrigens 76 Zuschauer, was ist los mit euch? Geh mal ins Bitte? Ins Pokécenter Luxio raushauen. Ja, genau. Schreibt mal rein, mögt ihr Bounty oder nicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hallo Steve. Kokos Igitt, Bounty Beste, kein Fan. Yes, Bounty, mag kein Bounty. Siehst du, immer abwechselnd. Also, Kokos kann ich sogar essen. Also zum Beispiel, wie heißt nochmal diese Raffaello oder so? Ja, genau. Die sind zum Beispiel ganz geil, weil die eine echt geile Füllung haben. Ja, wollen wir jetzt nach rechts gehen dann? Oder bist du schon da? Ja, ich kann schon hier überall.
Okay. Das ist so geil, wie das wirklich immer abwechselnd ist gerade im Chat. Ich glaube, das ist echt so ein 50-50-Ding. Okay, M. Holtmann fragt, ob Analysenvideos kommen. Yes! So in den letzten Wochen hatte ich ein bisschen viel um die Ohren, wie gesagt. Und kommt aber. Ich habe letztens mit Strato noch gefeiert und da haben wir abgemacht, dass wir demnächst mal einen Zarut machen. Ne? Ich muss sagen, der Bounty-Riegel an sich finde ich nicht so geil, aber diese Nebenprodukte, die den Bounty-Geschmack haben, finde ich nice. Mhm. Was schmeckt das denn nach Kokos oder wonach schmeckt das dann? So Schokolade mit Kokos, ist quasi so eine Soße. Okay. Aber auf Milchschnitte oder Kinderpinguin drauf, bis auf jetzt, weil ich zuvor habe. So quasi, okay. Ist pur. Moin Kevin. Yo, was geht? Da ist der beste und einzige Katzendruide, den ich kenne. Alles gut bei dir? Okay, Bobo, ich will ein drittes Pokémon. Ich überlege gerade, ob ich... Hast du genug Bälle? Ich guck mal, wie... Oh, der hat mir richtig Cash gegeben, der Boy. Ich hab noch 12 Bälle. So, dann ich warte noch kurz. Ich will jetzt auch nicht zu viel kaufen und dann habe ich nachher kein Geld für irgendeine Scheiße. Das wäre auch nicht so geil. Ja, ich bin ready. Okay. Let's go. Shit, hätten wir angeln können. Oh nein. Tuska. Oh, ist das ein Scheiß-Encounter. Oh. Ja, fangen wir trotzdem. Mal gucken, ob ein Tackle überlebt. Oh, der hat da... Oh, ganz knapp. Oh nein, ich hab dir noch Tackle gegeben! Behält er den Tackle? Ja, ne? Okay, ich hätte dir nichts anderes geben können. Immerhin ist es ein Step, ne? Ja, also seien wir ganz ehrlich, ich war gerade ein bisschen enttäuscht, dass Fabigel das überlebt hat. Ich meine, Tuska ist geil. Aber fucking Fabigel. Von 45. Wann lernt er nochmal immer Nachahmer? Alle 10 Level, ne? Ja, ich glaube auf 11 das nächste. Ja, auf 11. Ja, aber wie soll ich ordentliche Moves geben? Ich weiß auch gar nicht, wie ich den jetzt gerade schwächen soll. Es geht eigentlich nur mit Quick Attack von Vulnone. Ich hoffe, der überlebt das. Haben wir critted hier. Oh lol, der hält ja richtig was aus. Alter, Tuska, der Gott, ich nehme alles zurück. Du kannst ja deinen Farbigel einfach nur liegen lassen. Und ich trainiere Tuska. Mhm. Du meinst wohl, wir sacken die. Wahrscheinlich, ja. Ich darf eigentlich keine Bälle verschwenden für die. Nee, ganz ehrlich, das ist halt ätzend jetzt, dass man auf so einen fucking Farbigel jetzt auch noch Geld verschwenden muss. Ja, nein, warte mal, habe ich gekrittet? Ich habe mich hingeguckt. Gott sei Dank, Alter. No! Ich meine nicht no, aber ich hätte hingucken müssen. Chat, habt ihr es gesehen? Habe ich gekrittet oder habe ich die Roll falsch eingeschätzt? Critted. Weil der hat ja... Ich habe gekrittet, sagt Tarek, okay. Ja. Oh, schade, jetzt dürfen wir nicht Farbigel nehmen. Oh Mann. Old Gateau ist das denn? Ja, das ist ja richtig, richtig doof. Wir sind noch ein paar Items. Hier ist ja rechts sofort auch noch mal eine Höhle. Ist das eine andere? Als die erste? Nee, ne? Die gehören zusammen, oder? Ist eine andere. Safe? Ich weiß es gar nicht. Also heißt die auch unterschiedlich, die Höhle? Ja, ich weiß noch anders. Okay. Ach, der hat der Bedroher gehabt, der Kaktus. Haben die gerade geschrieben. Wieso achte ich da nicht drauf? Ich sollte vielleicht auch mal versuchen, vielleicht sollte ich versuchen, BPP einfach mit Zuschauern aufzunehmen. Das könnte klappen. Fuck you, Gengar. Ist Jirachi schwer, Hendrik? Wahrscheinlich. Nee. Glaube nicht. Den machst du mit Thundershock locker mehr. Uff. Das ist ja nix. Mal gucken. Nein. Ich hab gerade wieder mal einen Hagel-Gengar. Okay, das ist Rest und Wish kann der. Du hast nichts zum Setupen, oder? Nee. Ja, defensiv. Wobei doch, ich hab Lia.
Aber ja, Gengar und Jirachi wären tatsächlich geil. Ja, Problem ist, das ist ein Trainer. Steve Angels fragt, warum hast du eigentlich nie Traumfresser-Gengar gespielt, Chaps? In der SML kann man Traumfresser tatsächlich sogar mitnehmen, weil da irgendwie jeder Restock spielt, aber in der GPL ist das so eine Sache, ne? Musst du noch Bälle kaufen? Ich kann noch Bälle kaufen. Okay, weil Farbigel hat ja ein paar verbrannt, ne? Nein, nur einen. Okay, weil ich bin jetzt an der Höhle. Ach, bist du geskippt oder was? Ja, ich bin einfach durchgeflitzt. Ja, links dann, guck, dann guck ich jetzt ein bisschen in den Chat und du machst einfach Jirachi. Ich muss ja eh auf dich warten. Also Leute, erzählt mal. Was habt ihr heute... Bitte? Da war noch ein Item links von dir. Ja, ich hole die Items gleich alle in Ruhe auf dem Rückweg. Erzählt mal Leute, was habt ihr heute zum Abend gegessen? Weil ich darf gleich noch Abend essen. Und ich habe noch Chili von gestern. Das wird mega geil. Weil dann ist das so richtig geil durchgezogen, ey. Also ich hatte Rostbratwurst mit Kartoffelpüree und Currysoße. Oh, wir haben eine Spende bekommen. 5 Euro von Xomrik. Vielen, vielen lieben Dank. Davon kann ich neue Zwiebeln kaufen. Weil meine sind tatsächlich fast leer. Ich habe eben nur noch 5-6 Stück. Das heißt, es reicht nur noch 1-2 Tage. Ja. Und Adriana01 fragt, wann kommst du nach Hause? Bist du die Adriana, die mit mir verwandt ist? Hallo, Adriana. Weil ansonsten nächste Woche. Wollen wir eine Runde angeln gehen oder was meinst du? Alles gut bei dir? Okay, Ananas-Mandarinen-Curry mit Hähnchenbrust und Reis. Geil. Warum benutzt man in höheren Ligen das Last Resort-Set nicht? Das Problem ist, glaube ich, dass die meisten halt da mit einer Normal-Resistenz rumlaufen. Und im BPP macht halt alles irgendwie mehr Schaden. Das heißt, dieser Nuke wird nochmal verstärkt. Also ich glaube, das funktioniert nicht in allen Ligen. Aber Mikkel und ich haben tatsächlich mal überlegt, in der SML ein BD-Fass mit Last Resort zu spielen. Das wäre auch geil. Wir können natürlich auch am Teich was machen, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen. Ne? Also nicht wundern, ich rede gerade mit meiner Schwester. Hendrik, Schwester, wie geht's dir denn so? Erzähl mal. Die ist fast so cool wie ich. Fast. Ich bin übrigens in der Höhle. Okay. Denk dran, der erste Tool gibt. Doch, den Kampf aus Downies Sicht habe ich mir angeschaut. Legendary. Wieso? Schon wieder Legendary? Nee, Rotom. Ja, okay, das ist doch machbar. Warte mal, ist das ein Trainer? Nee, der gibt mir nur die HM, okay. Adriana, du weißt, dass das nicht stimmt. Okay, du hast definitiv die coolere Frisur. Das ist nur so. Kann auch mal ein Encounter kommen? Geht doch. Nee, Thundershock einsetzen? Nee, muss jetzt. Also ich habe ein Evoli bekommen. Beide Kakett-Trade, aber es geht. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das Teil schwächen kann. Was attacken kannst du? Also, ich hab... Kannst du nicht einfach Sandstorm einsetzen? Oder bleibt der ewig noch in Gen 4? Ich weiß es nicht. Mikkel? Wir brauchen... wie lange wir noch denken zu streamen? Pff, vielleicht noch so ein Stündchen oder nein, so? Ich hab ihn weggecrittet. No. Ich kann schwören, das war keine Roll. Naja, ich weiß es nicht, ich hab mich darauf geachtet. Also Bobo, wie lange machen wir noch ein Stündchen oder so? Können wir ganz spontan gucken, ne? Also nicht so ewig lange, weil ich bin nicht ganz fit. Und bei work. Ja, work. Ich muss auch morgen ganz früh aufstehen. Ach man, Evoli hätte ich gerne gehabt irgendwie, auch wenn er bad ist, aber das Evoli in der Nuzlocke zu haben ist cool, weil man noch nicht so genau weiß, was es wird, ne? Wieso verkacken wir eigentlich jeden Encounter? Weiß ich nicht. Das ist doch scheiße. Ja, Rotom wäre Elektro gewesen, aber wäre zumindest für die Bank theoretisch was. Ja, wir haben zwei auf der Bank, ne? Ja. Das ist immer Wasser-Pokémon sind bei dir, ne? Ja. Ne, einen haben wir auf der Bank. Haben wir nicht... Warte mal, ich habe zwei auf der Bank. Octillery haben wir. Auf meiner Seite bei dir Knogger und das war's. Ah ne, Huntail haben wir noch, genau. Genau, Huntail und... Fiorino. Ja, genau.
Ja, wir haben ein bisschen Pech, wir haben ein bisschen Pech. So richtig dumm haben wir uns bei keinem Encounter bisher angestellt, oder? Eigentlich oder? Nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir unfehlbar und perfekt. Richtig. Und wir sind auch echt attraktiv. Und intelligent. Sehe ich auch so. Ja. Und wir haben hübsche Augen. Ne? Und einen Knackarsch. Na, ich nicht. Ich auch nicht. Wenn er alt ist. Ja, du schon. Ja, ich bin, wie gesagt, ich gehe auf die 30 zu, da. Ich auch. Du bist doch irgendwie 2-3 Jahre jünger als ich, oder nicht? Ja, aber ich bin trotzdem näher an der 30 als an der 20. Ja, aber, ne, bis 28 ist man noch attraktiv, mit 29 hört das dann langsam auf und ab 30 ist man menschlicher Abfall. Also, falls jemand von euch 30 ist, tut mir leid, aber ihr wisst, dass es stimmt. Ich bin ab nächstes Jahr auch menschlicher Abfall, was soll ich machen? Aber die Mucke von Rotom ist ja mal mega insane. Ja, passe ja, weil ich nicht da sein werde. Am Treffen leider, ich muss arbeiten. Ich bin auch sauer auf Bobo, Andi. Ja. Tag, du bist ein Baby. Ja. Du bist ein süßes, schnuckeliges Baby, das ich gerne mal stillen würde. Ja, ich hoffe, du kommst mit dieser Information klar, Tarik. Doch, Lee, es tut mir leid. Aber du bist doch selber nicht da, oder? Der Lee ist da. Shit, dann komm ich mal besuchen danach, Lee. Kannst bei mir pennen. Auch wenn ich auf Arbeit bin. Also TVA-Treffen ohne Bobo ist auch einfach nicht dasselbe, ey. Okay, wer ist denn von euch schon 30 alles? Gibt's hier noch mehr Leute und können mir ein bisschen die Angst nehmen? LCB Nerox, danke fürs Folgen, willkommen an Bord. Jeder, der jünger als 30 ist, geht auf die 30 zu. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist ja irgendwie richtig, das ist true, ja. So, da muss ich oben lang laufen. Ich hoffe, das ist jetzt ein richtig krasses Item. Oder einfach mal eins, das richtig Kohle gibt, weißt du? Mhm. Habe ich nicht bekommen. Vier Monate noch bis zur magischen Grenze. Uiuiui. Boah, nochmal 20 sein. Bobo, oder? Jo. Was würdest du alles anders machen? Ich habe eigentlich perfekt gelebt, aber... Ich nicht. Nee. Ich habe viel zu viel Kacke gebaut. Ja, ich würde es wahrscheinlich trotzdem nochmal machen. Auch Kacke bauen. Klar, ein bisschen die gute Kacke, aber es gibt auch Kacke, die ist nicht so nice. Tarik, ja, ich könnte dich schon heiraten, wenn du Bock hast. Wäre ich dabei. Aber nur in deinem Heim... Aber ich möchte nicht in der Großstadt wohnen, okay? Besonders nicht in Berlin, ey. Nee, nicht in Berlin. Auch nicht in Essen. Berlin ist ein richtiges Scheißloch. Okay. Tarik, du bist ja du bist vielleicht auf ein TVA-Treffen in 2 Wochen, ne? Mach schon übrigens ein Safety Safe. Das ist okay. Weil, wenn wir uns da sehen, Tarik, dann können wir schon ein bisschen über die Zukunft reden und so. Also, wir machen das so. Du gehst arbeiten. Und ich trage die Kinder aus und mache den Haushalt. Und du bist okay. Schon bereit dafür. Genau, außerdem habe ich auch schon meinen Schwangerschaftsbauch ein bisschen vorbereitet. Also ich habe schon die Haut außen gedehnt mit viel Chili und viel Zwiebeln, deswegen ich bin eigentlich quasi ready. So, wir müssen jetzt oben durch, ne? Und dann nach Fluri oder so? Ich bin da schon links durch, rechts durch. Wir müssen erst im Norden machen, Rudi. Ja. Haben wir nochmal 3 Encounter. Oder 2 irgendwie so. Ja, ey, wir noch. Noch da. Ich wollte mal sagen, wir kriegen doch auch sogar noch vorher Encounter, ne? Oh, warte mal. Von Netball. Wo kriegen wir den? Ach, wir müssen rechts an der. Wir müssen gleich durch diese Höhle. Ach, ich Trottel. Aha. Ich bin ja ein Dilfmann. Dilf, gut. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen zu weit gelaufen. Da musst du jetzt halt ein bisschen auf mich warten. Gut. Kannst dann ja den Chat auch nochmal spannende Fragen stellen. Könnte ich, aber ich warte darauf, dass Lee antwortet. Was tut sie nicht, weil sie mich nicht liebt? Ich liebe dich, Bobo. Ist das nichts wert? Eigentlich schon. Alles, was ich brauche.
Ey, Lee. Bobo, Lee, was meint ihr? Demnächst auch mal ein PUBG-Stream oder was? Aha. Und Lee, was sagst du? Ey, Lee, wie wär's? Nach dem TWA-Treffen steigst du in den Zug nach Gladbeck, kommst du mir, während ich arbeiten gehe. Kannst ein bisschen Haushalt machen. Und wenn du wieder da bist, spielen wir PUBG. Aber ich finde, das klingt fair. Dann können wir irgendwie gucken, ob wir irgendwie Sonntag oder so abends einen PUBG-Stream machen. Vielleicht, weil ich wollte diese Woche ja Freitag auch noch streamen für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Und zwar machen wir den Pokémon-Mal-Stream. Also wenn ihr Bock habt, seid dabei. Ich weiß noch nicht die Uhrzeit und so und ich weiß auch nicht, ob es 100% klappt, aber ich gebe Mühe. Hast du echt... ciao, Big Bob. Und hast tschüss. Du... Bitte? Andi hat gesagt, er hat gestern in Gladbecker, da wo ich wohne, einen Stein aufgebaut. Echt? Warum gehe ich eigentlich nicht auf Drachenwut? Warum bin ich so ein Trottel und drück Tackle durch? Ich hab doch den Cheatcode hier. Was ist denn, was für toxische Maskulinität? Das ist einfach romantisch. Welchen Level sind deine Mons? Weil meine sind beide 13. Ich darf echt nicht mehr viel machen, ey. 12 von 13. Ich speede das mal eben. Ja, brauchst du nicht effen, Tarik. So, ich weiß ja, wie die das meint. Okay, jetzt muss ich da nach unten, ne? Ja. Warte mal, ich geh noch ins Pokémon Center. Soll ich die Trainer jetzt hier unten skippen? So, wenn man es kann? Ja, kann man eigentlich. Weil ich darf halt nicht overleveln, ne? Ja, wir haben außerhalb der Stadt noch einen Encounter. Ja, willst du den jetzt machen? Ja. Oder erst nach der Arena? Was? Jetzt. Okay, ich bin unterwegs. Also ich check nochmal ganz kurz, wie viele Bälle hatte ich nochmal? Ich glaube, ich hatte genug. 12 Pokebälle. Reicht. Ich hab 14 und einen Netball. Okay, das reicht. Ich bin ready. Ich auch. Okay, Chat, wir brauchen eure Energie. Das muss jetzt mal sitzen. Oh wei. Oh. Wir können was mitnehmen. Mein Owei ist noch bad, aber wenn du einen Blattstein findest, Kukuwei ist voll geil. Ja. Okay, Pika 95, seit am Cola-Haufen liegen noch versteckte Items. Da muss ich einfach mal gucken. Alles klar, Kev. Kev haut ab. Ja. Geht was. Mach's vor. Gut. Okay. Es wird ein bisschen dauern, den zu schwächen, glaube ich. Ich werde nicht mit Rock Smash angreifen. Du es nicht. Ja, einfach Tekken, der macht doch eh nichts an Damage. Ja, es dauert ein bisschen. Ich speede dann mal kurz. Ja. Wie kommst du mit Owei voran? Ja, ganz gut, der macht mir gar nichts. Der weiß nicht, was ich durchgemacht habe. Oh, Hauptsache ich kritte jetzt am Ende nochmal. Okay. Aggron, ich will dich. Ich will dich. Arschloch. Eigentlich muss ich ihn nochmal locken. Ja, übrigens, Like an alle, die gerade Aggron Berlin Logo-Referenzen machen. Ihr seid gute Jungs und Mädels. Das Shirt von Aggron Berlin liegt hinter mir sogar. Ich hatte überlegt, das anzuziehen, aber ich will nicht ganz so selbstverliebt wirken. Ich hab's tatsächlich auch noch im Schrank liegen. Ehrenmann. Ja. Muss ich mal komm schon. Werbung machen. Yay! War das männlich oder weiblich, das Owei? Ja, sehe ich beim Spitznamen. Im männlich. Du nennst das Olli Kahn. Alles klar. Wie heißt denn Aggron? Was für ein Geschlecht hat deins? Männlich. Ha. Andi, das war echt gemein. Das tut mir wirklich weh im Herzen jetzt. Also wenn ich eins hätte. Eier, wir brauchen Eier. Genau deswegen. Wie nennt man Aggron? Tja, das musst du mir sagen. Ich überlege. Schreibt man Olli mit 1 oder 2 L?
Kannst du dir aussuchen. Ich glaube, es geht beides. Ja. Wirklich, unser SML-Logo auf Shirts. Ich hätte schon mal überlegt, mir auch einfach die Liga-Logos, also ne, mit Ninjas oder jetzt Ohr doch einfach mal auch auf ein Shirt zu machen. Ich glaube, das könnte echt geil aussehen. Okay, Bobo, hast du was? Sonst mach irgendwas mit Naruto oder so. Baby Metal, sagt Andy. Das ist gut, komm. Ja, komm, gib mir Baby Metal. Ehre. Andy, du bist ein guter. Quick Feed. Nice. So. Gib mir was richtig Geiles, Bro. Komm, komm, komm. Oh, eine TM. Wenn man nett. Ich hab Blaze. So in Ordnung. Ja. Brave, plus Attack minus Speed ist auch voll. Kann man machen. Wollen wir die jetzt erst noch trainieren vor der Arena? Weil also mit Switchen wird es halt schwierig, weil meine schon Level 13 sind, ne? Das ist so ein bisschen die Sache. Wenn ich zurückgehe, dann müsste ich Aggron noch trainieren können. Ja, wir können unten noch fangen, ne? Stimmt. Stimmt. Ja, dann machen wir das mal, würde ich sagen. Oh, der kann schon Headbutt. Stalunia frisst LKWs. Oh. Und wir dich, Lee. Hier sind versteckte Items. Tatsächlich! Shoutouts an wen auch immer das gerade noch eben gesagt hatte. Geil, ey. Wow. Hast du gesehen, Bobo? Ja, in dem Haufen? Jo. So, jetzt können wir hier den nächsten Encounter holen, ne? Lightball. Und das, Alter, ich finde nur Pokéball gerade. Ich glaube, das. Ja, das ist mega geil. Die sind ja teilweise auch richtig gut, ne? Lightball war für leichte Pokémon, ne? Ja, ja, ich meine. Ach nee, das ist ein Pikachu-Ding. Oh, Idiot. Ah, okay. Und was haben wir hier unten liegen? Und Stalunia frisst laut Pokédex-Eintrag LKWs? Fire, Parberry, Antipsycho oder Wasser? Sicher. Die haben LKW-Fahrer. So, dann let's go. Also ich bin zufrieden. Du hast aber schon Feuertyp. Oh, nicht schon wieder Yanma. Ich bin letztes Mal so enttäuscht. Ja, das stimmt. Aber wir nehmen die ja trotzdem mit. Ja. Also ich weiß nur nicht, ob ich den fangen kann. Der lebt doch aber locker an Tackle und Rock Smash, ja, ne? Mama. Turbo Random ist gerade gefolgt. Hallo und danke fürs Folgen. Komm an Bord. Bitte? Ich hab ihn gecrittet. No, okay. Doch. Ja. Es passt. Es passt, denke ich mal. Dann jetzt unten einfach eben Fight ansprechen oder wollen wir unsere Encounter von eben trainieren? Ich hätte hier übrigens auch Incognito kriegen können. Beides machen. Mega ärgerlich. Und Schweinshaxen 007 ist auch am Start. Willkommen an Bord, guter Name. Stalunias Körper besteht aus Stahl. Mit einem Schlag kann dieses Pokémon einen Schwerlasttransporter demolieren. Der Lastwagen stellt danach eine handliche Mahlzeit für dieses Pokémon dar. Okay. Heavy Metal, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich mich hinsetzen soll, ey. Ich hab Muskelkater im Rücken. Also wirklich mega Metal und Andy muss es wissen, er ist der größte Metal-Fan der Welt. So, ich skippe jetzt einfach die Trainer und sprich direkt mit Fight und dann machen wir den Rennleiter von mir aus. Ja, ich würde sagen, nach dem machen wir auch eine Pause oder so. Oh, ja, also willst du schon Schluss machen für heute komplett? Ja. Wenn wir den fertig haben, frühestens Zeit. Ja, ja, können wir machen. Wer weiß, wie lange das noch dauert, ne? Ja, true. Tiny Mushroom. So, hier auch noch irgendwie was Verstecktes. Die Leute wissen das ja immer. Nur wir nicht, weil wir Idioten sind. Wir sind einfach nicht so gut wie die Zuschauer, muss man einfach mal so sagen. Kann man hier nicht ein Fossil rausholen? Ich hab ja Aerodactyl.
Ernsthaft? Ja. Ich weiß nicht, ab wann das geht. Ich geh langsam trockenen Hals, ey. Kannst du direkt... Ja gut, aber ich kann ja nur mitnehmen, wenn Hendrik auch eins hätte. Was denn? Ein Fossil, wir können das schon direkt rausholen. Ja, ich kann mir im Untergrund dann später ein Fossil holen und dann gehen wir einfach hierhin zurück, ne? Ja, ich gehe dann jetzt in die Arena. Wolltest du nicht erst trainieren? Achso, können wir machen. Ja, dann trainieren wir erst. Ich dachte erst, ich mache Arena mit zwei Mons. Ich habe ja den Cheatcode. Ah, nee, dann trainieren wir. Das gefällt mir besser. Aber ich kann das gerade nicht so gut, weil das wird schon 14 war das höchste Mon von Fight, ne? Ja. Ja. Aber nach dem Arena-Leiter nachher Schluss machen für heute ist, glaube ich, eine gute Zeit. Und wenn ich unbedingt noch einer PUBG streamen möchte, dann gehe ich auch ganz offline. Und dann gucken wir die Tage mal, dass wir den Zeichenstream an den Start bekommen. So, jetzt hätte ich aber gerne Rock Move. Oh ja, ein Mammutl wäre nicht so geil, gerade für mein Team. Da muss ich hoffen, dass Vulnona den irgendwie umhaut. Aber das kriegen wir schon hin. Denn unsere Pokémon sind mit Liebe trainiert und mit Vertrauen. Stimmt's, Bo? Mhm. Das ist der Grund, warum ich, obwohl ich ein schlechter Spieler bin, im BPP 3-1 stehe. Das stimmt. Mammutl ist doof für jedes Team, sagt Tara gerade. Und auch da ist irgendwie wohl was dran, ja. No. Okay. Two hit. Yes. Smetbus zu killen ist für mich aber seit einigen Wochen und Monaten nicht mehr dasselbe wie vorher. Ich wurde gecrittet, Alter. Fast gestorben. Uff. Ey, Oli Kahn darf nicht sterben. Stolos, kannst du dir bitte Mühe geben? Noch einen Blattstein ausgraben, oder? Kannst du. Jo. Stimmt. Sobald wir den Untergrundbeutel da haben, dauert halt ein bisschen, aber habe ich ja auch gemacht, ne? Ja, ja, deswegen ja. Musst du Owei denn ein bisschen trainieren für irgendwelche Moves oder so? Boah, ich hoffe ja nicht, das ist nämlich scheiße. Schubi, bist du es etwa? Bist du Schweinshaxen 007? Ich lerne so basically Konfusion auf 27 und Psychokinese auf 47. Also nein. Also kannst du quasi direkt entwickeln eigentlich. Kokobai lernt wahrscheinlich nichts, ne? Oh jo, Xomrik sagt gerade, wenn Stolos Schwebe hätte, das wäre geil. Dann wäre das der Mammutl-Konter, den ich brauche. Ah, okay. Dann bist du es nicht. Nee, der Shumi, der heißt Shuminato auch auf Twitch. Nee, Shubi, nicht Shumi. Es gibt so viele Schuh-irgendwas-i. Aber mit Baby Metal kann man ganz gut trainieren. Wobei nicht, deswegen gehe ich in die Arena und trainiere da. Ich kann auch ein bisschen Switch-trainen. Mach das. Kann hier eh skippen. Bro, du bist einfach ein Metal-Boy, ey. Metal, Leute, servus. Ah ja, wir brauchen Eier. Okay, gegen Hitmontop muss ich wahrscheinlich wechseln, nehme ich an. So. Los, Michael 1. Ja, dass man bei Michael Schumacher so gar nicht weiß, wie es ihm geht, ist auch echt irgendwie krass, ne? Ich finde immer. Normalerweise wird ja alles immer irgendwie geleakt, aber bei dem weiß man ja gar nichts. Und das ist jetzt schon irgendwie 6 Jahre oder so, ne? Ich finde es gut von der Familie. Ja, ich finde es auch gut. Und ich finde es halt auch respektabel, dass die das schaffen. Also, dass da auch nicht wirklich irgendein Freund der Familie, weil der kriegt ja anscheinend immer auch ab und zu mal Besuch, da nicht irgendwie mal rumsnitcht und irgendwie was ausplaudert, so, ne? Hat ja gar keine Ahnung. Man weiß nicht, kann er sprechen? Kann er sich bewegen? Nix. Und das ist schon heftig. Also, der hat anscheinend gute Freunde, sag ich mal, ne? Ist das wieder ein Rotom?
Ey, Bobo. Hm? Wir sind jetzt hier unter uns, ne? Ja. Was first pickt ihr in der SML? Ah, wir kommen doch eh Liga 2. Meinst du? Nee, keine Ahnung. Was nehmen wir? Worauf haben wir Bock? Ich weiß das ehrlich gesagt noch nicht. So, ich habe jetzt mit Nipo schon ein bisschen angeguckt. Mhm. Die komplette Tierliste durchgegangen, was wir cool finden, was wir nicht so cool finden. Da sind halt schon coole Pokémon dabei, die wir cool finden. Ja. Wie Amagaga. Amagaga ist auch so ein Mon. Jedes Mal sagen wir, oh, es wurde Amagaga nicht gedraftet. Und dann hörst du von 3-4 Teams, oh, wir hatten es auf der Liste, aber irgendwie passt es dann nicht mehr. Jedes Mal. Ja, es gibt halt coole Ice-Types, es gibt coole Rock-Types und die verbindet beides leider. Ja. Ja, das ist so. Aber Gaga würde ich aber echt gerne mal sehen. Nee, wir haben tatsächlich schon einen groben Plan um Pokémon, was wir bauen wollen. Okay. Natürlich. Also, wir haben halt so ein paar geile First Picks und werden dann einfach wie ein bisschen reinkombinieren. Wir haben aber auch schon überlegt. Okay, und Steve Angels fragt, gab's Tierschiffs in der SML? Ja. Yes. Weil sogar einigermaßen viele, weil es jetzt die DLCs gibt und einige Mons ja neue Moves bekommen haben, ne? Also da gab es schon einige. Falls es dich interessiert und du auf dem TVA-Discord bist, kannst du das auch einfach im Shitmon League-Channel da nachlesen. Ich habe gerade nicht alle auf dem Schirm. Quappo ist aber ein super Beispiel. Der hat irgendwie 5-6 neue Moves bekommen. Auch ja. Nahkampf zum Beispiel. Der hat jetzt gute Kampfsteps, ne? Ja, Drain Punch auch. Also der hat jetzt alles, was ein Fighting-Type sich wünscht, außer Knockoff. Aber hat immerhin auch nochmal irgendwie Next Strike oder so gekriegt für Psychics. Ja, Shadow ist noch drin, Buddy. Genau, Shadrago ist auch dabei. Tolles Neues. Brank. Genau, der hat halt Schuppenschuss bekommen, aber auf plus 1 ist er immer noch langsamer als alles andere. Also. Und wir haben einen neuen Follower, und zwar Miu Kirigiri. Willkommen an Bord. Burmadam ist ein super First Pick. Wardigarb sagt. Ja, ist sie auf einer Route Starer Lili und Starer Wir? Hier, Lee sagt's gerade, Calamaneho mal picken in der SML. Der ist vielleicht ein Pokémon, was okay markiert worden ist. So, ich weiß gar nicht, wie wir den markiert haben. Aber der ist auch einfach super speziell irgendwie so, ne? Von dem, was er macht. Warum ist Milotic eigentlich so huchen-tanky? Ja. Urgel First Pick war schon eine gute Sache. Ich find's traurig, dass mein Low Kick mehr Schaden macht als mein Donnerschock. Mm. Ja, Voltec hat ja 123 Attack oder ja. So, keine Ahnung. Und wie viel Special Attack? Aber auch irgendwie 90 oder sowas, ne? Oder 80? Nee, das ist schon über 80. Ja. So, Illewoltek kann man ja durchaus naiv spielen mit Wolfwechsel drauf und so, ne? Das geht. So, ich glaube, dass ich jetzt aber auch mal zurückgehe und dann auch mal durch die Arena gehe. Ich glaube, du bist sofort schon durch damit, ne? Ja, noch den kleinen Nottenhase umboxen. Haspiro. Übrigens, Haspiro mega geil im BPP. Holy shit. Der rasiert ja bis jetzt richtig, ey. Bin Fan. Wenn er Return hätte, das wäre geil. Mhm. Ey, Lee, wenn du willst, dass ich Calamaneho picken muss, vorbeikommen, während er Draft ist, dann pick ich den. Klingt das fair oder klingt das nicht fair? Hendrik, entscheid. Das ist absolut, 100%. Wenn ich Lee wäre, würde ich es tun. 10 von 10. Aber ich kann nicht vorbeikommen. Ja, Lee Pumentas, ein viertes Mal sehe ich mich eigentlich schon. Gibt's einen Pick, den du enttäuscht bist? Im BPP? Nö, tatsächlich nicht. Also sind ja auch erst 4 Spieltage, ne? Und bisher hatte ich ja alles dabei. Ich glaube, das Einzige, was noch wirklich gar nichts gemacht hat, ist halt Mabula. Mabula hat nur gechippt. Guck mal auf meinen Screen, Hendrik. Was ist los? Die gute TM. Jo, nicht schlecht. Wo hast du die? Ach, vom Arena-Leiter, ja? Naja, okay. Also Mabula hat bisher noch nichts gemacht, aber das kann sich noch ändern. Das ist ja eh nur so ein Klebenetz-Draft, ne? Und Myrapla hat noch nichts gemacht, weil er nichts machen musste. Ich hatte den erst einmal da mit und der war noch nicht draußen, ne?
Okay, ich hoffe, du kannst noch ein bisschen auf mich warten. Ja. Du kannst ja jetzt noch ein bisschen trainieren oder so. Weil ich mach auch noch eben die Trainer hier drin, ich will das Geld. Jede Wolke kann Platscher lernen. Lavados. Nee, Buddy, wusstest du doch nicht, High Dragon ist so gut, dass man den fast aus der GPA gebannt hätte. Ja, also Hydra hat mich tatsächlich enttäuscht. Und ich glaube auch nicht, dass das nur an meinem Kader lag, weil Hydra da ziemlich perfekt reinpasste in alles eigentlich. Aber, keine Ahnung. Weil es auch einfach nie mein Morn, ne? Also nach einer Performance darf man sich da einfach noch nicht keine zu feste und eindeutige Meinung bilden, das ist einfach so. So, bin ich echt gespannt, wie mein Arena-Kampf gleich läuft. Baby Metal ist so ein guter Name für Stolos gewesen. Tatsächlich. Shoutouts an Andy. Andy, guter Junge. Während du das mal eben machst, bin ich mal ganz kurz eine. Mal die Nase pudern. Ein paar Rückenübungen machen. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Stimmt, liege ich am Balkon mit schön liegen und hier scheint immer die Sonne so schön. Ja, Zack, du sagst es. Katapuldra hätte ich dann unterm Strich mehr gefühlt. Ich habe ja auch drüber nachgedacht. Oder was setzt der nochmal ein? Ich habe es gelesen, aber irgendwie nicht abgespeichert. Irgendwas, was Baby Metal besiegen kann? Lavita. Ja, das kriegt Baby Metal doch wohin, oder? Ja, der wäre nicht fast gebannt worden, aber es gab Leute, die gemeint haben, Hydra wäre so broken mit Nasty Plot. Aber ganz ehrlich, Nasty Plot oder Schwertanz machen Pokémon nicht broken. Für die meisten ist das fast egal, ob die es haben, vor allen Dingen im Draft. Meiner Meinung nach. Ja. Das haben Leute so getan, als würde man damit 20-0 durch eine Liga gehen. Aber dem ist halt nicht so, ne? Hydra ist vorher ein tolles Pokémon gewesen, hat jetzt Drachentanz und Nasty Plot bekommen. Aber was bringt ihm das? Keine Ahnung, das ist jetzt nicht so wichtig für den. Okay, das ist nicht das erste Mon, das ich sehen wollte. Nein! Oh, habt ihr es gesehen, Leute? Ja. Scheiße. Okay. Bobo bringt mich um, wenn er wieder da ist. Okay, dann muss ich jetzt irgendwie hoffen, dass Razaf keinen Scheiß macht. Ja. Baby Metal. Ja, es ist witzig. Ich weiß. Ach Mann, ey. Fucking Arena-Trap, Razaf. Ja, ich hätte echt eine Wechselhülle spielen sollen. Scheiße. Ich will überlegen, ob ich jetzt kurz auf Bobo warte, aber ich glaube. Ja, mit dem Cheatcode sollten wir das schon hinkriegen, oder haben die schon 40 KP? Könnte sein. Ne, der noch nicht. Ah, guck mal, was noch kommt. Da ist der erste Tod, dieser Soulink. Charmander. Okay, das kriegen wir ja wohl hin. Vielleicht auch Magnet Pull, ja. Eins von beiden stimmt. Okay, das ist ein hohes Pokémon. Den confusen wir auch einmal. Razaf hält nichts von Metal. Och Mann, warum Aggron? Das tut so weh. Ach du Scheiße, hat sich Charmander viel selber gemacht. Das war ein Confusen-Hit. Confusen funktioniert ja so, dass du dich mit einem Neutral, Nicht-Step, 40er-Move quasi selber haust. Und wenn Charmander sich so viel Schaden reinmacht, dann hat er doch locker Kraftkoloss oder so. Also das ist mal Real Rap. Ihr habt ja gesehen, wie viel Ruckzuckhieb gerade von mir nur gemacht hat. Der muss irgendwie so ein Kraftkoloss oder so eine Scheiße haben. Manectric. Das kriegen wir wohl hin. Ja, oder genau, der muss irgendwie richtig fett Angriff haben, das Charmander. Okay. Oh, Niesel ist allerdings für ein Elektro-Pokémon ganz cool, ne? Aber wir cheatcoden jetzt einfach. Wir wurden genug von dieser Arena bestraft.
Okay, den one-hitten wir auch. Oh Mann. Jetzt muss Bobo halt wenigstens sich noch einen Blattstein graben, ne? Charmander, der Arena-Boss. Vielleicht mit einem Kraftkoloss. Yeah. Es schmerzt wirklich. Andy, es tut mir leid, ey. Gerade du hattest doch zu dem Metal-Baby eine gute Verbindung. So, dann gucken wir mal, was wir für eine TM bekommen haben. Vielleicht Horn Attack. Das. Wie viel hat das? Jetzt habe ich hier rausgeklickt. Dann könnte ich immerhin 65. Ja, Horn Attack kann man mal irgendeinem Mon beibringen, vielleicht. Rip Over, Over oder was? Ja. Und zwar hatte, habe ich mit Dingens geleadet, mit Stolos, und der hatte einen Razaf King, dass ich nie wechseln konnte. Oh, geil. Ja, also entweder Magnet Pull oder Arena Trap, irgendwas. Aber der Chat hat's gefeiert, die Schadenfreude-Bande. Okay, ja, wollen wir dann für heute Schluss machen, Bobo? Was sagst du? Wir machen die Tage irgendwann weiter. Können wir eigentlich. Was machst du Freitag? Gar nix. Nix. Okay, weil vielleicht hast du ja Lust nach meinem Malstream, und vielleicht habe ich ja Lust nach dem Malstream, irgendwie danach noch ein bisschen weiter zu Soul-Linken. Was okay. Hältst du davon? Oh, dann gucken wir einfach mal spontan. Also kein Versprechen, aber so, dann werde ich jetzt erstmal eine Todesbox, genau, wir releasen nicht, wir moven, würde ich mal sagen. Dann können wir später noch gucken, was wir alles hatten. Dann werden wir mal eine Todesbox einstellen. Ja, und dann gucken wir einfach. Wie gesagt, ich versuche Freitag nochmal zu streamen. Vorher schaffe ich es nicht. Ich will erst eine Runde malen und dann gucken wir, ob wir danach irgendwas malen. Vielleicht male ich auch den Tag durch. Schauen wir einfach ganz spontan. Ja, aber falls ihr Freitag nichts vorhabt, wisst ihr Bescheid. Ihr wird irgendwie abends wieder was abgehen. Ne? Vielleicht auch schon nachmittags. Ich muss mal schauen. Gut. Ich habe gleich noch eine Frage für dich wegen BBP. Ja. Vielleicht wollen die auch alle hören. Ich habe mich gewundert, warum spielst du auf den Leben-Ohr-Pokémon nicht 19 Leben? Es geht manchmal nicht. Okay. Also ich glaube, bei keinem Leben-Ohr-Pokémon bisher konnte ich auf 19 gehen, selbst wenn ich die TV-Haus komplett runterstelle. Ah. Die haben dann immer trotzdem noch 20. Und dann mache ich mir 2 KP Schaden, genauso wie bei 21 und 22 auch. Deswegen. Ja. Genau. Muss ich mal gucken. Okay, Bobo, hast du noch was zu sagen? Nee. Ansonsten, keine Ahnung, hat richtig Spaß gemacht für den ersten Souling-Stream hier ever. Geht schon wieder und gut. Geht schon wieder gut los, also bist ja richtig viele Encounter verkackt, erster Tod. Aber wir haben den ersten Orden, ne? Ja, und ich find's vor allen Dingen cool, dass so viele Leute da waren die ganze Zeit. Gut, dann würde ich sagen, sind wir raus. Ich will noch ein bisschen im Voice chillen, vielleicht kommt ja noch wer von euch dazu. Und werde jetzt gleich erstmal mein Chili warm machen, das hinter mir schon sehr gut duftet. Okay, dann Bobo, danke, dass du dabei warst. Danke an alle, die zugeschaut haben. Und wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, ciao. Bitte, ciao.